Hallo und herzlich willkommen im Hamsterland am Mittwoch, Nachmittag, Abend, Früh, Nacht. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Wen haben wir denn da? Grüß dich, Herdios. Hallo, Lars. Hallo, Franzi. Hallo, Luna. Hallo, Miep. Hallo, Vidya. Und hallo, Sari. Und Grüße auch an alle anderen, die im Lurk mit dabei sind. Es ist schon wieder Kürbisnachten. Es ist bald soweit. Naja, sind noch ein paar Wochen, aber wir wollen ja einen Vorsprung haben und nicht am Tag bauen und releasen. Hallo, Arti, nicht vergessen. Ah, der Arti ist auch da. Hallo, Arti. Schön, dass ihr da seid. Hattet ihr einen tollen Tag? Machen wir einen Horrorstream? Was ist das denn überhaupt für ein Tag? Montag. Da könnte man sich was überlegen, da habe ich Zeit. Ein artiger Arti. Ja, wir bauen heute, es ist ja eigentlich eine kleine Kleinigkeit, ja. Hey, hallo Webkinger. Wir bauen den Kürbiskopf ein, den Kürbislaternen-Lichtquellen-Gruselkopf. Und ich muss noch googeln, ob Jack-O-Lantern denn wirklich der eine offizielle Begriff dafür ist oder ob das nicht noch irgendwie anders heißt. Und wir bauen einfach ein, dass man den mit einer Schleimfackel bauen kann. Hat dann zwar ein bisschen höhere Initialkosten, aber es wäre komisch zu sagen, wir nehmen die normale Fackel und geben dem dafür aber die Reichweite vom Leuchten einer Kürbisfackel. Einer Schleimfackel. Burn the Chat. Corki, nein, nicht machen. Außer manchen ist vielleicht ein bisschen kalt. Dann punktuell. Ich mag Pumpkinmon aus Digimon. Ich fürchte, den Namen können wir nicht nehmen, Vitya. Und grüß dich, Corki. Schön, dass du da bist. Mischung aus Kürbis und kleine Voodoo-Puppe. Aha. Der. Naja, ich muss jetzt spontan an Nightmare Before Christmas denken, auch wenn das eher Kürbis und Vogelscheuche war. Mit einem Anzug. Dann heizt den Chat. Ja, mach das, genau. Viele Flammen. Wir heizen den Chat hoch. Corki. Was wird da verheizt? Das müssen wir noch wissen. Nicht im Namen, sondern wie es aussah. Aussehen ist wurscht, der ist schon fertig. Wir fangen jetzt nicht an zu pixeln, sondern wir bauen den ein. Palmbäume. Oh. Und Birke. Ach ja, ich meine immerhin. Baum, also Holz verbrennen, ist ja CO2-neutral. Finde ich sehr gut, Corki. Dann wird es hier unten ein bisschen wärmer. Du, wo ist es denn? Entities, Light Sources? Ja. Ich dachte, du hattest das gesehen am Sonntag, aber ich weiß natürlich auch nicht immer, wer wann und wie lang hier im Stream mit dabei ist und etwas nicht mitkriegt. Da war ich nur gerade einen Augenblick verwirrt. Da ist er schon. Den haben wir schon ewig lang fertig. Der existiert schon genauso lang wie der da. Ohne Scheiß. Und wir haben nur darauf gewartet, dass wieder Halloween wird. That's a real bad boy. Hey, Öl und Gas verheizen ist auch CO2-neutral. Dauert nur ein bisschen. Auch wieder wahr. Das ist wohl richtig. Wobei es schwer zu sagen ist, ob das vorher anderweitig gebunden war. Oh.
Ich habe die Heizung nicht aus, aber auf 17 Grad runter. Und deswegen sitze ich hier mit so Deckchen und habe das dann noch über meinem Shirt oben drüber, damit mir schön warm ist. Die sind noch auf Null. Ich war erst im Büro. Wir sollten da ja häufiger hingehen. Aber da war auch aus. Und es war so schweinekalt. Und ich so, nein. Ich bleibe jetzt zu Hause. Da kann ich zumindest eine Zudecke über mich drüber legen. Terry ist endlich da. Hallo. Kürbis. Was müssen wir nachgucken? Wir müssen als erstes mal... Wie heißt denn das Ding überhaupt auf Deutsch? Halloween. Kürbis. Englisch. Halloween Pumpkin. Ja, das ist eine sehr, sehr 1:1 Übersetzung. Endlich da hast mal den Badetag rumbekommen. Ho, ho. Cherry, ich sag's immer wieder, aber bei euch ist echt viel los, hä? Wie viel hast du denn zu baden an einem Tag? So, Halloween, Pumpkin. Dann probieren wir es mit der Pump. Ja. Hast du das Achievement noch nicht? Den Pumpkin? Kürbiskopf. Dann probieren wir es mal damit. Pumpkin Head. Das ist die most literal translation of all times, die hier rausgeworfen werden. Wow, dann gehen wir mal hier hin. Kürbiskopf. Pumpkin Head. Da ist Jack-O-Lantern. The sun glared orange of the front windows of the house and made it look like a Jack-O-Lantern. Oh, Halloween-Kürbis. Als ein Wort. Jack-O-Lantern oder Jack-O-Lantern? Jack-O-Laterne. Oh, Laterne. Okay. Wir haben da unten verschiedene Darstellungsformen. Aber das ist halt, genau, der Jack mit der Laterne. Jack of the Lanthorn. Ich würde sagen, wir nehmen das, was als allererstes rauskommt. Dann ist es zwar genau gleich wie in Minecraft, aber... It is what it is. So ein kleiner 5-jähriger Endboss kann sich schon gut dreckig machen und die langen Haare erst... Ja, das Kind hat voll gut. Durfte ich damals nicht haben. Ich musste als erstes immer mit meinem Bruder, und wir haben uns damals nicht so gut verstanden wie heute, wir mussten immer Partnerlook haben. Gleiche Kleidung, gleiche Frisur. Gerade fällt mir ein, vielleicht haben meine Eltern das gemacht, dass niemand neidisch auf den anderen ist, aber es war grauenvoll. Es war grauenvoll. Und dann hieß es halt Igelfrisur. Ihr wisst, was Igelfrisur ist. Dragon Ball Frisur. Nur viel kürzer. So vielleicht. Das gab's. Irgendwann konnte ich mich dazu durchringen, als nahender Teenager oder so. Nicht Zwilling, nee. Nee. Trotzdem. Das wurde in verschiedenen Größen gekauft. Konnte ich mich irgendwann
dazu durchkämpfen, so ein bisschen MacGyver-Frisur machen zu dürfen. Ja, dann war vorbei mit Partnerlook. Sobald das Gesicht und Licht hat, ist ein Jack-O-Lantern. Ansonsten ist nur ein Halloween-Kürbis, soweit ich weiß jedenfalls. Aha. Oma will, dass ich die kürzer mache. Er hat gefühlt 10 Wirbel. Heißt entweder ganz kurz oder lang. Ja, damit es schwer genug ist, um die Wirbel platt zu machen. Oh, ist denn heute los? Ich bin ein wenig müde heute, zugegeben. Ich finde, die schlimmste Frisur ist oben ganz lang und Sidecut drumherum. Als ob man einen Pinsel auf dem Kopf hätte. Du meinst jede Punk- und Cybergoth-Frisur. Nichts gegen Leute, die so rumlaufen, aber ich komme dann in den Lachanfall. Du musst nur mal gute Versionen davon sehen. Also, let's go, würde ich sagen. Zurück zu dem, das da als Lichtquelle. Durch die Fackeln kann man durchlaufen, aber ich würde sagen, durch die nicht mehr. Die machen wir mit Collider. So, rein damit. Save. Oh, ich bin immer noch im OnlyFans-Folder. Ich war heute wieder ein bisschen fleißig. Ja. Wo müssen wir hin? Nee, das ist unter Artwork. Images. Ich habe vorhin noch dran gedacht und es dann doch noch vergessen. Ich wollte euch das nächste Bild in den... Das können wir ja jetzt noch machen. Die sind ja nicht so schlimm, die Bilder. Ja. Kann ich euch jetzt noch im Stream kurz in den Showcase reinwerfen. Ja, genau. Diese Fußballerfrisur, da gibt es keine gute. Pinsel. Alle Pinsel. In Eimer dunkel, gut, ab an die Wand damit. Oh, Cherry. Hey, Senegami, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss auch weiterzeichnen, sonst wird mein Kingtober-Bild von heute wieder so kacke wie gestern. Das von gestern habe ich auch nicht verstanden. Genau, das war, glaube ich, das hat mich so abgelenkt, Cherry, weil ich es nicht verstanden habe, dass ich vergessen habe, nämlich mein OnlyFans-Bild für euch hochzuladen. Holen wir gleich nach. Nee, wo sind wir? Das ist zu weit. Images. Wir müssen zu Entities und dann hat sie irgendwo Light Sources. Genau. Und jetzt nennen wir das Jack-O-Lantern. Ja, ohne Bindestriche. Kein Kebab-Case. Ubix One, du Stinker. Grüß dich. Und der landet da drin. Jetzt brauchen wir aber noch eine weitere Variante. Nämlich die 32x32 fürs Inventar. Wow, da wird er dort platziert. Das ist ja ganz toll. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann ist er in der Mitte. Und rein da. Und das ist die Item-Variante. Also unter Items. Jack-O-Lantern.png. Heißt Sven. Sven. Schön hier bleiben. Ich lade euch jetzt on stream was für OnlyFans hoch. Also nicht in OnlyFans, da ist es schon, aber in den. Da kannst du es dir gleich runterladen, Sven. Es ging um Muscheln und war so gut. Eigentlich sollte da wer auf dem Stuhl sitzen, vollgefressen und gefüttert werden, nach dem Motto überfressen, weil so gut war. Naja, hast ja gesehen, was. Es sah aus wie Chips füttern mit den Stäbchen. So, nom, nom, Chips, nom, nom. Also, was habe ich euch denn letztens hochgeladen? Ins Showcase. Ist das denn... Moment mal. Das ist eigentlich nicht die richtige Reihenfolge, oder? Weil ich habe ja ansonsten nichts hier hochgeladen. Oh, doch. Ich sollte das in derselben Reihenfolge hochladen, wie ich das hier mache. Ja. Das war Tracer, Overwatch. Hier. Erkennt man natürlich an dem Energieding auf dem Rücken, ist doch klar. Dann haben wir, schwer zu erkennen, Asuka. Neon Genesis Evangelion. Und ich habe eins übersprungen, nämlich unsere allseits beliebte 2B. Moment.
Scallop stand ja oben links, sollte Muschel sein. Moment, Scallop, steht das nicht immer bei Cuphead? Bin mir nicht sicher, ob ich das sehen möchte. Doch, 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 doch. So, jetzt schiebe ich das kurz zur Seite. Da ist schon, habt ihr jetzt eine Preview bekommen von allem, was noch kommt. Und ihr kriegt als nächstes, ja, ich mache immer die High-Resolution-Bilder rein, die hochgescaled sind. Bitte sehr. Nächstes OnlyFans-Bild für euch. Viel Spaß damit. Ist eine Jakobsmuschel mit Cuphead, kenne ich mich nicht aus. Erotic. So sieht's aus. Gut. Kleines Intermezzo. Dann brauchen wir die Entity-Konfiguration, wir brauchen die Item-Konfiguration und die Crafting-Konfiguration, damit wir auch ein Rezept herstellen können dafür. Vielleicht kriegen wir das heute auch noch hin. Ich würde gern einbauen, dass wenn man ein Item einsammelt, wie ein Zaun, dass man alle, also die unmittelbar dafür erforderlichen Rezepte auch unlocked bekommt. Aus dem Bild muss eine Halloween-Variante machen mit dem Kürbis und drüber schreiben, warum hast du eine Maske auf? Uff. Uff. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich halt's mal im Hinterkopf, okay? Vielleicht. Dann haben wir auch Halloween-Content für OnlyFans. Unglaublich. Dabei war der Kopf nicht mal so richtig, oder? Ah doch, bei dem Bild war der sogar mit drauf. Kopf versuche ich häufig wegzuschneiden, weil es ist echt schwer, die gut hinzukriegen mit den wenigen Pixeln. Hey! Du weißt, wessen Vorschlag das war. Da drüben sitzt er im Chat. Warum liegt dir Stroh? Genau. Von dir gelernt. Jerry, da hörst es. Kannst du das auf dir sitzen lassen? Gluck, 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 gluck. A lot of drink. A lot of. Na, den da oben mal. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann holen wir uns diese Grafiken zum Game rüber. Zuerst mal bei Items. Da liegt der Jack-O-Lantern. Den werfen wir hier auch rein. Ja, weil ihr wisst ja, wie es ist. Viele Leute haben nie einen Stock gecraftet. Und wundern sich, warum die Strong Fans, die sie craften, nicht so aussehen wie die Zäune, die sie finden in den Special Places. Und die meisten bauen aber mit der Axt vor den Zaun ab und dann hätten sie nämlich das Rezept und wüssten, dass sie Stöckchen craften müssen und dann craften sie Stöckchen. Dadurch kriegen sie dann rückwirkend auch die Fackeln unlocked und so weiter. Das ist wichtig, das können wir heute noch machen. Drago, Grüße, einen wunderschönen guten Abend, wie geht's? Dann werfen wir den hier rein. Und gehen über das da. Light Sources. Hier, da haben wir den da drin. Na, warum kommt das nicht in den Vordergrund? Wenn ich da draufklick, okay. Windows macht wieder Windows-Sachen. Entities. Light Sources. Und rein damit. Dann gehen wir erstmal hier in Unity unter Light Sources und wir bauen quasi den basierend auf der Torch. Ich bin noch so ein Pervy-Mod. Hi, Dragolein, meine ich. Ja, willkommen. Herzlich willkommen. Wir setzen den genauso auf wie die Slime Torch. Wir lassen es auf der Fackel basieren, weil das soll ja so hin und her wackeln.
Kriegt aber dann noch einen Collider dazu. Also, Create, Prefab Variant, Light Source Jack-O-Lantern. Dann schauen wir uns mal die Slime Torch an. Dort drauf haben wir wahrscheinlich eine Light. Okay, ich zeige euch das wieder. So. Da oben ist ein Light Source Sprite mit dem Feuer und dann ein Light Smooth. Oh, die ist doch sehr anders. Light Source Sprite, Light Smooth. Und das Effekt Feuer, das so. Oh, shit. Das sorgt, glaube ich, fürs Flackern. Okay. Ein Sprite brauchen wir ja auch nicht, weil der sitzt ja einfach nur auf dem Boden. Wie sein ist einfach so schön. Shit. Light Source Base, was hat das denn? Das ist dieses Basis-Moped. Mit einem Collider und dann ein Bild drauf. Dann nehmen wir die Light Source Base. Hauen wir den Jack-O-Lantern nochmal weg und machen das hier drauf aufbauend. Light Source. Jack-O-Lantern. Yes. Gut. Und dann haben wir den hier auch drinnen. Genau. Warum heißt denn das Street Lamp, wenn das eine Base-Geschichte ist? Na, 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 na. Light Source Sprite. So sollte das heißen. Dann kopieren wir das nochmal. Ah, okay, das hat er direkt mitgeändert. Ist ja ein Träumchen. Da kommt jetzt nämlich der dahin. Und der sitzt natürlich jetzt an der falschen Stelle. Also, ne? Collider. Und das Bild passt überein. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch die eigentliche Lichtquelle. Unter Light haben wir hier eine. Das müsste die Smooth sein. Genau. Light Dual Smooth. Das ist nochmal was anderes. Hier eine Smooth Light Source. Schade, dass meine Pixelart ein bisschen zu groß sind. Zu groß für was? Idee, Arti, was wäre, wenn man für Halloween immer vom 31.10. bis Ende 2.10. statt den normalen gelblichen Lichtern so höllische grünes Licht nimmt? Das ist nicht so einfach zu machen. Also, eventuell schon. Also, ist eine nette Idee. Tatsächlich eine nette Idee. Am 32 mal 32? Ja, das ist eine relativ große Größe. Ja, da hast du viermal so viel Arbeit. 24 mal 24, muss ich sagen, finde ich mittlerweile sehr, sehr nice auch. Ja, ich weiß. Viele Games machen so ein Event. Der Lars. Als hätte ich noch kein Spiel programmiert. Schlacht um Kyoto macht auch in der Zeit Fledermäuse. Ich glaube, das habe ich schon eingebaut. Da hast du noch gar nicht ans Programmieren gedacht, mein Guter. Mal ein extra Update machen und das wieder loszuwerden. Nicht unbedingt, Cherry. Die Sache ist nur die, wir haben ja fest definierte Lichtfarben. Oh, da steht Is Electric Light. Moment. Das heißt, das könnte von sich aus schon flackern. Oder hat das nichts mit dem Flackern zu tun, sondern nur, ob es an- und ausgeht? Ich muss mal gucken, wo das Flickering drin steckt. Augenblick. So, Light Flickering. Und
Das suchen wir mal kurz. Das steckt im Effekt Fire Small und unter Light, Light Flickering. Ja. Das Flickering an sich ist aber nur eine Klasse. Das wird gegettet. Und dann wird beim Update die Wave davon genommen. Lichtradius. Okay. I understand. Das Game stand immer bei mir auf der Blockliste. Du meinst mein Schlacht um Kyoto? Du musst HTTPS eintippen. Das ist einfach ganz normal. Man kriegt HTTP nicht angezeigt. Das sollte aber eigentlich normal sein inzwischen vom Browser aus, dass er HTTPS versucht. Na gut, ich meine, wir können heute mal schauen, was wir hinbekommen. Vielleicht ist es ja eine nette Idee. Wir müssen halt irgendwie in dem Zeitraum alle Colors, die es gibt, durch die Halloween-Color ersetzen. Das muss halt eine Spezialimplementation sein. Light Radius. Wofür brauche ich den? Ach, der wird vom Licht, von der Lichtquelle ausgelesen und für nichts anderes verwendet. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof. Weil dann können wir... Aufgepasst, wir haben gerade ein Problem. Wir haben ein Feuer gemacht und gesagt, ja, warum sollte irgendwas anderes außer ein Feuer flackern? Hey Xerox, grüß dich. Jetzt haben wir ein Feuer, das enclosed ist und wir haben gar keine Flamme dazu, die sich bewegt. Das soll aber trotzdem nach außen flackern. Jetzt haben wir aber beides in eins reingebaut. Das heißt, wir haben hier bei unserem Effekt Fire Small das sogenannte Prinzip der einzelnen Verantwortlichkeit, also das Single Responsibility Prinzip verletzt. Wir emitten hier Partikel und machen eine Animation, aber gleichzeitig kümmern wir uns auch noch um die Beleuchtung. Na? Also müssen wir das, was wir da verbrochen haben, aufheben, indem wir die zweite Responsibility, nämlich das Flackern der Lichtquelle, hier rausziehen. Wir haben hier das Light Flickering und das könnten wir eventuell einfach umwandeln in... sondern vielleicht in eine Entity Component umbauen. Oder ein Composite haben wir es ja genannt. Ein Composite. Drei Usages. Hier. Das ist nur intern und dort wird es einfach ausgelesen und abgelegt. Okay. Muss das zwangsläufig mit einer Entity zu tun haben? Wenn der Player das verwendet, dann, oder irgendein Actor leuchten soll, dann kann der ja eventuell auch flickern, nur halt dynamisch. Ich mach's jetzt aber trotzdem erstmal als Entity Composite. Light Modern, Light Base, sind das hier auch Mono Behaviors? Oh. Dann ist das ein Light Composite. Dann machen wir das hier genauso. Weil Light Base ist ja auch eine Klasse. Hier. Oder können wir das dort direkt einbauen? Nee, das will ich nicht haben, dass es immer da ist, sondern nur dann, wenn ich es wirklich brauche. Also machen wir für den Fall, dass es noch weitere gibt. Composites, so heißt es glaube ich hier auch. Genau, Composites. Was ist unter Components? Ah, das wird noch migriert in Composites. Packen dort dann ein
Light Comp Flickering hinein. Mit einem G noch hinten dran. Seht ihr das alles manuell durch deinen Patch, also rein- und raus patchen, oder fragt das Skript ab und ein bestimmtes Datum? Das Skript muss dann ein bestimmtes Datum abfragen, ja. Genau. In einem bestimmten Zeitraum. Also ich weiß nicht, ob wir das heute hinkriegen, weil Datumsgeschichten und so weiter schwer... Ja, es gibt mir natürlich 100 pro irgendwelche Bibliotheken da dafür, aber one after another. Nächstes Jahr gar nicht. Ja, genau. Genau. Bei Schlacht um Kyoto sind auch bestimmte Daten einfach angegeben und wenn eben die dort Datumsfunktion das ausspuckt, dieses Datum, dann passieren bestimmte Dinge. Wir können mal gucken, vielleicht ist ja heute gerade ein Event. Nö. Aber zum Beispiel der Geburtstag vom japanischen Kaiser am 23. Dezember wird gezeigt, 6. Dezember für Nikolaus, 24. für Weihnachten. Kommen lauter so Sachen zum Schildkrötentag, zur Kirschblüte und so weiter. Gut. Das heißt, alles, was wir nicht mehr im Fire Small haben wollen, kommt jetzt drüber ins Flickering hinein. Sprich, wir wollen das eigentliche Moped, was wir benutzen, hier drin haben. Und wir wollen das beim Start getten und hinterlegen. So. Wir bräuchten noch die Lichtquelle als Referenz, damit wir wissen, wie weit das Flickering funktionieren soll. Also nehmen wir die auch mit dazu. Die Lichtquelle. Light 2D. Missing Reference. Rendering Universal. Stimmt das? Moment. Oh, ich habe das Falsche kopiert. Ich brauche natürlich mein Light Base. Dachte mir doch gerade schon. Moment, das kommt mir komisch vor. Und dann brauchen wir noch das Update. Da lesen wir nämlich dann aus. Brauchen wir noch den Light Radius dazu. Non-Serialized. So. Und der unten drunter, weil das obere zwei Klassen sind. Lichtquelle, das Flickern und dann den eigentlichen Lichtradius, den wir einfach auslesen aus der Lichtquelle. Wie wird das hier ausgelesen? Das ist einfach nur ein Getter. Ja, gut, dann... Ja, und ein Setter, gleichzeitig ist es auch noch. Ja, dann nehmen wir immer den Basisradius und lassen den mit der Wave hin und her flickern. Genau so machen wir das. Und bei Get bekommt man, glaube ich, ja ein Random Flickering von... Wie viel sind da drin? 20? Ja, 20 Stück. Das heißt, es gibt 20 Wellenfunktionen und sobald es mehr Lichtwellen im Spiel gibt als 20, es ist random, es kann davor auch schon sein, dass es doppelt gibt, dann haben manche Lichtquellen quasi dieselbe Wellenfunktion, wie sie flackern. Damit ich nicht... Das sorgt dafür, dass quasi die Berechnungskomplexität bei 20 Lichtquellen gedeckelt ist. Also es wird nicht immer eine neue Sinuswelle und so berechnet für jede neue Lichtquelle, sondern nur für maximal 20 Stück. Und die registrieren sich einfach auf eine von diesen 20 und lesen die aus. Gut. Dann brauchen wir ja das Update nicht mehr im Fire Small. Dadurch brauchen wir den Lichtradius und das Flickering nicht mehr. Dadurch brauchen wir das Start nicht mehr und dann auch keine Referenz mehr auf das Licht selber. Das heißt, das Fire ist wirklich nur noch der Effekt von der Flamme und nicht noch das andere. Lustig gewesen, meine Pixelart bei dir im Spiel zu sehen, wenn sie gepasst hätte. Ach so. Ja, aber du kannst ja gerne trotzdem was zeigen, wenn du was Nettes hast. Dann schauen wir mal darüber, wo, also wir müssen suchen, wo überall Fire Small zu finden ist, denn überall dort müssen wir das Flickering jetzt nämlich hinzufügen. Find Unity Usages. Warte, Effect Fire Small, No Flame Base. What is this?
Da ist ein Feuereffekt drauf und der ist genau das, was ich eigentlich haben wollte. Wow. Wo ist das wiederum im Einsatz? Wenn ich das jetzt noch finden könnte. Wie kann man finden? Moment, das ist ein Prefab. No Flame Base. Aber dann haben wir es jetzt trotzdem besser gemacht eigentlich. Hier drin. No Flame Base. Effects Fire Small No Flame. Achso, No Flame ist das eigentliche. Aber Find References in Scene, das wird es natürlich nicht geben. Fire Small, aber ohne Flamme. Ein kleines Feuer ohne Flamme. Wo haben wir sowas? I don't know. Ist da was wir machen? Ich lösche das einfach. Und dann gucken wir mal. Also, wenn es dann irgendwo anders noch drin steckt, dann ist es, dann wird es ja nicht rausgelöscht, sondern dann sagt er nur an, das gibt's halt nicht mehr, das Prefab, gell? Wie kann ich finden, ob dieses Prefab irgendwo drin steckt? Das müsste ja dann. Ich glaube, das habe ich nur angelegt. Vor allem. Es ist schon mal gar nicht so nice, dass die Dinger Effekt heißen und eigentlich Mono-Behaviors sind, die man hinzufügt. Eigentlich sollten das irgendwelche Composites sein. Oder so ähnlich. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen, weil ein Effekt, ich will ja jetzt so machen, ein Effekt ist einfach nur ein Effekt, den starte ich irgendwo. Aber dass ein Effekt gleichzeitig auch ein Mono-Behavior ist oder sein kann, mal so, finde ich nicht cool, weil man echt denselben Basisnamen hat. Für verschiedene Bedeutungen. Ja. Müsste zumindest einen anderen Namen haben. Ryder kann das feststellen. Ja, Ryder kann feststellen, wo sich ein Mono-Behavior befindet. Aber wo befindet sich das Prefab, in dem das Mono-Behavior drin ist? Gucken wir nochmal. Unity Usages. Small Base und No Flame Base. Der kriegt nicht mit, dass das in dem anderen Prefab indirekt drin steckt. Der zeigt uns das Basis-Prefab an. Nicht das davon abgeleitete, wo es auch drin ist. Aha. Ich lösche die einfach mal. So. Wenn uns... welche Lichtquellen haben wir bisher? Die anderen Lichtquellen, die Laternen, gucken wir doch einfach mal. Wir können die ja alle durchchecken. Wir haben ja einen Folder. Dann geben wir denen die neuen. Light Sources. Ich bin Hammer Dev am Salavista. Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Forge. Effect Fire Small No Flame. Achso, das ist jetzt links oben noch offen. Das hat. Effect Fire Small. Street Lamp ist einfach nur eine Lichtquelle. Slime Torch ist auch small. Light Source Passable. Ist das Basisding für die Fackeln. Dann haben wir den Jack-O-Lantern, Torch Base und das andere. Also es gibt eigentlich gar keine. Wir haben das gar nicht. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt Composite Light Composite Flickering hier einbauen. Wir nehmen dann die
Nope. Remove. Ich bin im Base. Ich muss in den Jack-O-Lantern. Ich denke gerade, wo ist meine Lichtquelle? Ha! Hier muss das hin. Das Flickering. Die Lichtquelle kommt dort rein. Und that's it. Hier müssen wir nur noch einstellen, welchen Radius das Ding haben soll. Light Base, Light Modern und dann haben wir da genau die Getter und die Setter. Ah, deswegen ist es ein Radius Getter und Setter, weil die unterschiedlich funktionieren. Okay. Schauen wir rüber. Der Slime Torch gaben wir einen Outer-Radius von 4,5. Dann würde ich sagen, machen wir das doch auch. Und hat die Default Color Orange. Und das müsste hier standardmäßig schon eingestellt sein. Color Orange, genau. Und statt 5 gehen wir auf 4,5. Hat dann genau den gleichen Lichtradius wie eine Schleimfackel. Ist zwar echt unlogisch, weil natürlich viel Material drumherum ist, um das abzublocken. Aber ich finde es witzig, wenn man die Jack-O-Lanterns dann trotzdem benutzen kann. Warum stehen bei mir die Publics mit Unterstrich? Weil ich das quasi, ich verwende die Konvention, die man zum Beispiel auch aus JavaScript oder aus Python kennt, wo im Prinzip alles public ist und aber alles, was private sein soll, mit einem Unterstrich markiert ist. Also Konvention über Konfiguration. Das ist eine extreme Erleichterung, was das Debuggen angeht, weil man einfach mal kurzerhand, wenn man was testen will und man verwendet irgendwelche generischen Systeme, man ist an der Stelle, dann greift man einfach auf diese Privates zu und outputtet sich in dem einen Augenblick, in dem das vorkommt oder so, den Wert oder lässt den rausloggen, dass man den Verlauf beobachten kann, wo man ansonsten gar nicht drauf zugreifen könnte, weil das alles abgeschlossen wäre. Also man kann zum Debuggen mal kurz von außen ganz easy in ein System reinblicken und das ist sehr, sehr praktisch, haben wir schon ganz häufig nutzen können. Ja. Bei Methoden dann genauso. Das Einzige, wo bei mir in Java Injection leicht gemacht. Das Einzige, wo ich tatsächlich Privates habe, sind die Funktionen, die von Unity kommen. Wenn ich die auto-completen lasse, dann mache ich mir inzwischen keine Mühe mehr, das Private auf ein Public zu ändern. Habe ich am Anfang noch gemacht, aber wurscht. Das ist aber kein Java, sondern C#, auch wenn die natürlich sich sehr ähnlich sehen. So. Dann müssen wir jetzt noch was machen. Wir müssen bei unserer Torch Base, da ist ja auch so ein Feuerchen drauf, da machen wir, wo machen wir das denn hin? Aufs Feuer oder aufs Basisobjekt? Machen wir auf Basisobjekt. Das Flickering drauf und geben auch die Lichtquelle da rein, damit die flackern können. Damit sollte eigentlich schon alles migriert sein. Gut, den Jack-O-Lantern gibt's aber noch nicht. Den bauen wir uns jetzt. Dann gehen wir mal zu den Torches und nehmen die Slime-Torch als Grundlage. Bin auch aus der alten Schule, da war Public böse. Ja, es ist auch keine ordentliche C#-Konvention. Ja, das habe ich für mich gemacht, denn ich bin Webentwickler. Ich weiß, wie gut das funktioniert, wenn man sich an eine Konvention durchgehend hält. Und letztendlich ist es ja so, wenn ich hier irgendwas habe und ich denke mir, oh, ich brauche jetzt diese eine Funktion, die ist ja private in meiner Klasse. Mich hält ja nichts davon auf, da mal kurz public hinzuschreiben, aus dem private ein public zu machen. Also, hey Boonben, guten Morgen, ja moin. So oder so muss ich drüber nachdenken, kann ich diese Funktion wirklich public machen? Ist das unkritisch? Oder nicht? Ne? Das macht auch Sinn, wenn man Solo-Dev ist und nicht mit einem Team. Das sagen viele Leute. Ich halte es auch im Team nicht für schwierig, weil, sofern alle Leute von der Konvention wissen. Denn in JavaScript ist das eine globale Konvention, an die sich jeder hält. Zumindest jeder, der wenn man als JavaScript-Entwickler arbeitet, sollte man das wissen. Sagen wir es mal so.
Aber es kann natürlich durchaus sinnvoll sein für eine API. Aber bei einer API wäre ohnehin die Frage, ob man die Originalklassen nach außen exposen möchte oder nicht doch lieber eigentlich nur Fassaden. Ja, selbst im Team haben viele eine eigene Code Convention. Ja, man sollte natürlich eine Code Convention im Team festlegen, weil das ist halt echt so. Jeder hat so seinen eigenen Style und es gibt halt einfach nur Vorwärts- und Rückwärts-Konvertierungs-Kapriolen, wenn man da nicht sich auf einen gemeinsamen Code-Style-Guideline, einen Code-Style-Guide einigt. Ja. So, dann nennen wir das Ding hier Jack-O-Lantern. Das Ding liegt unter selben Namen hier ab und hat auch die gleiche Vorschaugrafik zum Platzieren. Der Indicator ist natürlich 0505, weil es quadratisch ist. 1x1 ist die Basisgröße. Also ihr seht daran, die Teile können eine unterschiedliche Größe haben zum Platzieren und die Basisgröße ist davon nochmal getrennt. Eigentlich wäre es cool, wenn ich hier die x mal y Größe angeben könnte und er den Pivot indirekt ausrechnet. Das wäre ich viel, viel geiler. Fällt mir jetzt ein, nach 3000 Stunden. Das ist Blocking, darf nicht im Wasser platziert werden. Ignoriert Decoration Layers, hat eine Hardness von 1 zum Abbauen. Item Name ist auch Jack-O-Lantern, beim Abbauen kommt ein Jack-O-Lantern raus. Breaking Tool ist völlig egal, wir nehmen, ja, Woodchuck klingt gut für den, ja, würde ich sagen. Level 0, keine Tools angegeben, kann man mit allem abbauen. So, dann suchen wir nach der Slime Torch und kopieren die Item Config. Dann geben wir dem denselben Namen, aber der Display Name ist anders. Jack O Lantern ist dann der Display Name. Wie nennen wir das denn? Spooky. But cozy. Oh, machen wir es andersrum. Okay. Absichtlich falsch geschrieben übrigens. But cozy light. Bright path is Jack O'Lantern unter Items. Stack size 99. Platzieren, placeable, wood place ist in Ordnung da dafür. Gut, dann brauchen wir noch eine Crafting Config. Moment mal. Hinter der Slime Torch. Zack, Output Item Slime Torch. Dann nehmen wir das. So langsam kommen wir in ganz, ganz geringem Ausmaße Bereiche von Satisfactory. Eins wird zum nächsten umgecraftet. Das heißt, wir brauchen einen Slime Torch und einen Pumpkin. Satisfactory. Vorhin wieder gespielt. Ich baue gerade meine Produktion für Supercomputer. Es ist der Horror. Ich habe einen Plan aufgestellt. Und ich bin jetzt schon bei 50 Fabrikatoren. Und ich habe noch nicht mal Plastik und Schrauben mit reingerechnet. Es ist der Wahnsinn. Hier. Ich schieb mich mal kurz runter. Es ist der Horror. Es ist ein bisschen too much. Das geht wirklich in Bereiche, wo ich mir langsam denke, will ich das noch machen? Ich hab's bei Epic. Mhm. So. Also, was brauche ich für den Supercomputer, ne? Den ganzen Shit. Und dann baue ich Computer, dass ich ein bisschen übrig habe. Ja, weil ich das selber machen will. Highspeed-Konnektoren und so weiter. Auf der rechten Seite habe ich immer die Multiproduzenten. Und ich habe vor im Stream habe ich meine Coppersheet, Wire und Cable-Produktion aufgebaut. Das sind hier einfach mal 15 von denen, 8 von denen, 4 von denen. Und dann natürlich noch die ganzen Schmelzöfen davor. Ich dachte, ich krieg zu viel. Abgesehen von den Circuits Boards wird es zumindest mal hier hinten ein bisschen gechillter.
ey, da stehen überall Sachen, die ich dauerhaft habe. Und ich kann immer reingucken, was ich mir mal ausgedacht habe. Ja, das glaube ich dir, dass es noch schlimmer wird. Dann höre ich irgendwann auf, weil das ist jetzt schon... Ich habe mir, als ich das angefangen habe aufzusetzen, habe ich mir schon gedacht, das wird nicht nur beim Anlaufen Leistung brauchen. Das ist auf 100% ausgelegt. Alles, was ich baue, ist auf 100% ausgelegt. Ich habe, glaube ich, 1500 Energieüberschuss. Das passt schon. Da habe ich mir wirklich schon überlegt, ob ich da Bock drauf habe, das zu bauen. Weil es ist halt leider irgendwann... Ich würde ein Spiel so nicht bauen. Dass du immer das Gleiche hintereinander machen musst und einfach nur die Anzahl sich erhöht. Sorry. Finde ich nicht gut. Wenn irgendwelche Leute sich eine krasse Challenge machen wollen fürs Endgame, dann können sie das per Mods ändern. Aber die Anzahlen, wie viel das sich runterskaliert, das hätte locker halbiert sein können in dem Spiel. Finde ich. Speaking of Horror, wer mal einen Horrorfilm sehen will, den kann ich einen Film empfehlen. Der wurde eigentlich als Comedy-Film geschrieben und heißt Idiocracy. Ja, der ist gut, der ist sehr gut. Story kommt auch, das ist 1.0. Ach ja. Ich sehe ja schon, was ich in Tier 7 und 8 alles zu bauen habe für den Space Elevator. Da graut es mir jetzt schon davon. Aber ich habe einen schönen Zug gebaut mit mittlerweile 3 Haltestellen. Der macht Spaß. Aber den ganzen Shit... Kilometer weit durch die Landschaft zu jockeln und dann... Ich suche mir immer schon einen Platz aus, wo ich möglichst viel an einer Stelle habe und... Ja, ja. Und transportiere dann nur noch den geringen finalen Output, den ich woanders brauche. Hauptlage mit Zuganbindung gebaut, das braucht alleine 1 Gigawatt. Ach du Scheiße. Ich habe mir das auch überlegt, dass das eventuell cool wäre. Im Stil, wie ihr wisst ja, wie ich auch meine Transport Fever Maps baue. Na, so ein großer Verteilerring und von dort aus wird angeschlossen. Das Problem ist halt, die Übersichtlichkeit ist einfach nicht gegeben in dem Spiel. In Transport Fever kannst du überall nachgucken, ob die Abnahmerate und die Transportrate übereinstimmen und so. Bei dem Spiel, ja cool, wie viel brauchst du noch? Keine Ahnung. Das ist halt echt das Problem, deswegen baue ich lauter voneinander getrennte Einheiten. Ja. Naja, kann man alles selber ausrechnen und dann machst du dir einen riesen Zettel. Die Fabrik braucht so und so viel Kupferbarren, die so und so viel, die so und so viel, die so und so viel. Und weh, du hast irgendwas vergessen und nicht richtig aufgeschrieben oder falsch berechnet und dann jagst du die nächste dran und denkst, du hast noch genügend übrig und dann bricht alles zusammen. Und das mit jedem einzelnen Rohstoff, das ist der Horror. Ja, ich weiß nicht. Ich will Probleme vom Spiel, also abgesehen jetzt mit der Tabelle mit dem Ausrechnen. Aber das sind so viele Steps, das kann ja kein Mensch im Kopf behalten. Ich finde es halt schwierig, dass man, wenn man sagt, okay, wenn du das Spiel spielen willst, brauchst du erstmal externe Tools. Dann ist im Spiel gewaltig was schiefgelaufen. Was ich damals in Minecraft gefeiert hatte, war, dass man auch aus Holz Kohle herstellen konnte. Nicht zwingend die gute Kohle brauchte. Ja, das stimmt. Deswegen. Nee, nicht deswegen. Wir haben das ja auch. Nicht deswegen, sondern weil wir noch kein Underground Mining haben. Aber es wird auf jeden Fall bleiben. Außerdem kannst du ja auch mit N auch ausrechnen. Nee, du hast i7. Hör bitte mit dem Gelache auf. Das kommt gerade wie Auslachen rüber. Du hast, und du kannst das, wenn du, nach dem Satz höre ich komplett auf, darüber zu diskutieren, weil das macht echt keinen Spaß. Du hast in dem Spiel keine Übersicht. Punkt. Du musst dir auf andere Weise versuchen, die Übersicht zu erzeugen. Das ist das Grundproblem. So. Wir sollten irgendwann, das schreibe ich mir mal auf, wir sollten, jetzt wo du das gerade erwähnst, Vitya,
wir sollten sowas wie eine Köhlerei ins Spiel einbauen, die... denn wir hatten ja das Problem, dass wir das andere Holz nicht verwenden konnten für Holzkohle, weil, weiß ich nicht mehr, war irgendwie kompliziert. Das ist, eine Köhlerei ist einfach nur so ein, im einfachsten Fall ist das einfach nur so ein Lehmding. So, und da ist unten ein ganz kleiner Schacht, wo Luft rein kann. Und dann machst du das randvoll mit Holz und zündest das an und danach hast du Holzkohle. Also nicht verbranntes Holz, sondern Holzkohle. Was dabei passiert, ist im Prinzip, dass dein Holz getrocknet wird. Und alles, was so klein, also du unterfütterst das Feuer im Prinzip. Hey, guten Abend, Felsentroll. Mal was Sinnvolles gesagt. Yay! Und dadurch verbrennt das nicht alles, sondern es verbrennt halt unwichtiger Stuff, der halt einfach wegbrennt. Und vor allem das Wasser geht raus. Und dann hast du halt Kohle, Holzkohle. Das machen wir ja aktuell im Ofen, im Schmelzofen, genauso wie Kuchen backen. Aber eine Köhlerei wäre cool, die dann eine Spezialfunktionalität hat. Wie auch immer wir die hinbekommen, müssen wir uns dann mal anschauen. Wahrscheinlich, indem wir einfach sagen, was sind die erlaubten Items in der Köhlerei? Alle einzelnen Hölzer. Und Output ist halt hardcoded, sozusagen. Hardcoded. Holzkohle. Und dann kann man nämlich auch die anderen Hölzer reinwerfen, weil zu erweitern, dass ein optionaler Input für dasselbe Rezept da ist, nämlich das Rezept Kohle zu craften. Blöd. Sehr blöd. Das funktioniert nicht so gut. Minecraft auch, egal welches Holz reinkommt, Holzkohle kommt raus. Ich weiß. Das ist cool und das kriegen wir nicht hin, weil bei uns ist das ein Crafting-Rezept im Prinzip. Jetzt ist es bei Minecraft quasi dasselbe wie bei mir, aber wir haben es versucht zu ersetzen und es war super kompliziert. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Wartet mal kurz. To do. F. Kohle. Nicht gefunden. Okay. Dann schreiben wir das zu der Artwork-Liste, weil wir brauchen ja dann zuerst ein Artwork. Entities. Köhlerei. Ja, das wird dann einfach so ein Lehmding. Warte mal. Holz köhlern. Das haben wir damals schon gefunden. Da kommen jetzt nämlich diese Dinger raus. Also da ist das. Da ist das gesamte Holz. Reisiggischt, Erdabdeckung, Luftzufuhr da unten. Und ein Schacht. Also ist halt im Prinzip ein Haufen. Na, und dann qualmt es halt vor sich hin und danach hat man Holzkohle. Da sieht man, wie es aufgebaut wird und dann kommt halt Erde drüber. Da gibt es aber auch andere, die ein bisschen... kommt jetzt gar keins raus. Die ein bisschen, naja, stabiler sind, gemauerter sind. So eins würde ich dann wahrscheinlich machen. Ja. Glaubt, das ist was anderes. Ich habe mal eine Frage zur Sache Spieleentwicklung. Seid ihr der Meinung, dass man heutzutage weniger Liebe in die Spiele steckt, weil so viele Dinge schon vorgegeben sind, im Gegensatz zu damals, wo es weniger Ressourcen gab? Ich glaube, heutzutage wird weniger Liebe in die Spieleentwicklung gesteckt, weil es ein Business ist und die Firmen einfach Geld sparen wollen. Und die Leute, die die Spiele machen wollen, nämlich die Devs, nicht mehr diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen dürfen. Die haben zwar eine Leidenschaft dafür, müssen aber das umsetzen, was ihnen gesagt wird. Dementsprechend müssen sie eventuell, wie wenn ich einfach bei meiner Firma auf ein anderes Projekt komme, muss ich halt diese Website programmieren. Ob ich Bock drauf habe oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die müssen das Spiel so und so machen, ob sie Bock haben oder nicht. Die müssen jedes Jahr ein neues Spiel machen, ob sie am liebsten eine kreative Idee umsetzen würden oder nicht.
spielt halt gar keine Rolle. Und wenn du keine, wenn du zwar theoretisch eine Leidenschaft dafür hast, ich habe ja auch eine Leidenschaft fürs Programmieren, ich mache das gerne, ich gebe mir auch Mühe auf der Arbeit, aber es ist nicht mein eigenes Baby, was ich da baue. Und es ist nicht so, dass ich eine Idee und eine Vision habe und die umsetzen möchte, sondern es ist zwar nice, ich gucke, dass wir was Gutes machen, und wenn wir jetzt aber gleichzeitig noch Budgetkürzungen immer die ganze Zeit bekommen würden und die ganze Zeit Preisdruck hätten, haben wir teilweise auch, dann kommt da einfach ein Sparprogramm dabei raus. Das ist das, würde ich sagen, das Wesentliche. Wenn die Leute machen dürften, das heißt noch lange nicht, dass was Gutes rauskommen würde, dann würden auch ganz viele Crap-Projekte rauskommen, weil halt die Sachen vielleicht einfach nicht so durchdacht sind, dass sie gut funktionieren. Aber es würde vielleicht mehr mit Liebe rauskommen. Also wir denken jetzt mal nur an die Großen. Bei den Kleinen würde ich sagen, ist das meistens gegeben. Außer es sind halt, also es fehlt halt vielleicht noch die Erfahrung oder es ist was, was man halt schnell mal macht. Ja, das kann ja auch sein, aber ich glaube, diese mit Liebe gemachten Games, die findet man eher im Indie-Bereich und bei einzelnen Developern. Spiele ohne Liebe sind Mist, das ist für mich gar keine Frage. Guck der Arti an. Also, wenn der keine Liebe in sein Spiel steckt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Wir haben es ganz häufig, dass ich sage, guck mal, ich mache mir jetzt hier diese Mühe. Vergleich AAA-Game, was mir spontan einfällt, da haben die sich nicht sowas gar nicht befasst. Die haben das einfach zack und durch und fertig, weiter. Ja. Ich glaube, das erlebt unser Team auf Arbeit, habe ich dir privat erzählt. Was? Ja, genau. Ja, es ist halt, das ist halt, ja, so sad. Es ist halt Business. Im Business ist das immer so. Ja, du denkst halt so sad, weil es ist ja Gaming-Industrie. Oh Mann, ist ja Gaming. Ja, aber das Wort Industrie ist halt der Faktor da dran. Ist halt ein ganz normaler Job, wie jeder andere auch dann. Wenn ich mir angucke, was aus Final Fantasy 15 geworden ist. Gott. Ihm wurde sein Baby genommen und er wurde in Kingdom Hearts 3 gesteckt und hat das FF15 total in die Pfanne gehauen. Mehr Liebe für die Spiele! Ja, Final Fantasy 15, das war nett zu spielen, es war nett, dass es mal ganz anders gemacht ist. Aber allein schon, dass dieser eine Drache in diesem Tempel unten drin ein eingekauftes Default-Asset aus dem Store ist, sagt halt auch was aus, ne? Na, guter Punkt, danke für die Sicht der Dinge. Scheinbar darf man heutzutage nichts mehr selbst entscheiden oder eigene Ideen einbringen, lese ich öfters. Also in einem gewissen Grad wird das schon noch möglich sein. Es kommt wahrscheinlich auch sehr auf das Team an und wie das geführt wird. Aber letztendlich, das Problem ist folgendes, pass auf, die ganzen Spiele, ein Step zurück. Wir sind in der Digitalindustrie. Das heißt, man produziert ein Produkt und verkauft ein Produkt unglaublich häufig. Die Gewinnspannen im Vergleich zur herkömmlichen Industrie, die Produkte herstellt und physikalisch jedes einzelne Produkt, was es verkauft, vorher herstellen muss, sind die Gewinnspannen exorbitant. Aber das reicht natürlich einem Investor nicht. Der will ja noch mehr und noch mehr. Und dann kommen eben, wie ihr es ja mittlerweile mitbekommt, Pay-to-Win, In-Game-Shops und all das andere Zeug, was on top zum Vollpreis noch dazukommt. Jetzt, wenn du ein gutes Spiel baust, dann brauchst du keine Pay-to-Win-Mechaniken oder In-Game-Shops. Das Spiel mag an sich immer noch relativ gut sein, aber wenn du jetzt in einem Singleplayer-Game nochmal extra XP-Booster verkaufen möchtest, dann musst du das normale XP-Progression-Level reduzieren im Vergleich zu einem Spiel, das keine Ingame-Käufe hätte, selbst wenn es ein Singleplayer-Game ist. Und da kommt dann der Faktor heutiger AAA-Games. Man hat ein Franchise, das schon definiert ist. Assassin's Creed oder so. Und die neuen Teile werden nicht mehr um eine Game-Idee herum gebaut, abgesehen von der Basisidee, die ursprünglich vorhanden ist, sondern es kommen Vorgaben von der Marketingabteilung. Da drumherum werden die Spielmechaniken gebaut und der Rest muss sich halt daran orientieren. Und deswegen hängen einem diese Spiele alle zum Hals raus.
Es sei denn, man mag sie, sind halt doch noch einigermaßen gut gemacht oder man mag das Franchise so sehr, dass man halt darüber wegsehen kann. Ihr wisst ja, Sachen werden dann auch mal sehr energisch verteidigt, wenn man da mit Fanboys spricht. Aber das ist halt leider die Realität an der Stelle. Ja. Ich liebe Final Fantasy XV sehr, aber wenn ich dran denke, was es hätte sein können, ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Was Final Fantasy XV verliert halt den Kern von Final Fantasy. Das ist das gesamte Magiesystem. Die Beschwörungen sind press ein Button to win. Und auch wenn sie cool gemacht sind, das ist halt einfach nicht mehr Final Fantasy. Und dann sind da so komische Sachen, wie du kämpfst dir die ganze Zeit einen Ast ab an den Monstern und dann kommt dieser Kampf in dieser Wasserstadt und auf einmal bist du Son Goku im Super Saiyajin Hoch 3 Modus. Und eine Sekunde später wieder nicht mehr. Und das sind einfach so komisch. Und dann denke ich mir so, das ist alles so erzwungen. Weiß ich nicht. Mag ich nicht. Aber ich will die Omega Weapon trotzdem noch besiegen. Bei Kingdoms Hearts ist für mich mittlerweile die Luft raus. Teil 1 und 2 waren noch super. Mir geht's halt mit Assassin's Creed auch so. Ich habe schon seit langem, als es in einem Sale war, das in Griechenland, Odyssey. Ich mag das Altertum unglaublich, ihr wisst es. Aber ich weiß nicht, wann ich das jemals spielen werde, weil als Assassin's Creed ist bei mir halt einfach die Luft raus. Zu viele davon gespielt, auch wenn sicherlich das Origins absolut mega gut war. Aber da geht's halt auch schon los mit Ingame-Shops, wo man sich denkt, why? Okay, es gibt jetzt halt nur Scheiß-Outfits, damit ihr die guten im Shop verkaufen könnt. Final Fantasy X-2 war mein letztes, was ich gespielt und gemocht habe. Danach habe ich aufgehört, die zu spielen. Ich habe das 13-2 gespielt. 13 war komisch, aber okay. Ich mochte das Ende, glaube ich, nicht so richtig, aber es ging. Und die Story fand ich auch ein bisschen meh. Dann kam 13-2. Das war technisch besser umgesetzt. Die Story komplett scheiße. Ich habe die einfach hart ignoriert. Kann man spielen, aber naja, genau. Und dann kam 13-2, Lightning Returns. Und dann dachte ich mir nur, okay, er kommt jetzt mit christlicher Religion in Final Fantasy an und wie der christliche Gott entstanden ist. Und das Ganze in jeder einzelnen Mission mit Zeitdruck. Ansonsten verliert man dauerhaft Stats und ist am Ende des Games schlechter, weil man die ganzen Sachen nicht schnell genug gemacht hat, weil man nicht von Anfang an wusste, wie die einzelnen Missionen funktionieren. Missionen, das kann aber nicht wahr sein, aufgehört. Ich werde es vielleicht höchstens mal durchspielen, weil ich vielleicht Bock habe, alle Outfits freizuschalten im Speed-Modus, falls man Schwierigkeit einstellen kann, ganz leicht. Aber die PC-Controller-Umsetzung war auch grauenvoll. Horror. 12 und 13 angespielt, aber mochte sie nicht. 13 fand ich aber besser als 12. 12 habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das 7er ist für mich immer noch das Beste. Das 8er war aber auch sehr, sehr gut. Beim 9er muss ich sagen, das war viel zu schwer. Das war einfach nur frustrierend schwer, das 9er. Und dazu kam eine ganz, ganz kleine Welt. Also, ich habe kurz vor dem Endboss aufgehört, weil der Grind, um am Ende im Enddungeon hochzuleveln, einfach viel zu krank war. Wo man selbst bei den Gegnern regelmäßig noch gestorben ist und dann wieder von vorne grinden musste seit dem letzten Speichern. Ich fand das mit dem Back to the Roots beim 9er ganz cool, aber es war viel zu schwer. Viel zu schwer. Diese Leichtigkeit vom Final Fantasy 7 hat mir am besten gefallen. Dass man halt echt nice gegen die Gegner fighten kann. Und mit dem Materia-System sich selber überlegen kann, wie will ich gegen die Gegner fighten. Und dann halt auch richtig schön ownen kann. Vor allem, wenn man halt die gute Materia dann sucht. Und beim 9er, die meisten Gegner haben einfach Prozent Damage gemacht. Deine Rüstung war komplett irrelevant. Weil der Gegner hat einfach bei jedem Angriff 50% Damage gemacht.
von deiner HP. Also immer nur Demi mit physikalischem Angriff. Und ich dachte mir so, warum? Wozu habe ich mehr Hitpoints, wenn immer nur prozentualer Schaden gemacht wird von den Gegnern? Also, und da hat es bei mir irgendwie angefangen aufzuhören. 12 war für mich kein richtiges Final Fantasy mehr, kein Turn-Based und alles in Echtzeit. Ah, okay. Falls ich noch... warte mal, da oben habe ich noch ein paar Sachen überlesen, oder? 3 ist auch nicht schlecht. Ich feiere den Endgame-Content, aber ist auch der Content, der 15 basht. Ah, okay. 10, 2, Mann, ist schon weird. Man merkt, ab wann in der Entwicklung was schiefgelaufen ist. Der Leviathan-Kampf war eine Lachnummer, aber die Musik war episch. Ja, richtig, genau. Aber ist die Spielentwicklung privat schwer zu verstehen? Die ist nicht schwer zu verstehen, würde ich sagen, weil der Tipp ist eigentlich, hey, was gefällt dir? Brich das runter auf diese eine Mechanik und bau erstmal diese eine Mechanik. Aber du musst halt sehr viele Sachen können, wenn du alleine ein Spiel machen möchtest. Dann musst du halt alles können, quasi. So, ja, Final Fantasy hat natürlich ein Problem. Die alten Turn-Based Fights, die sind nicht mehr so richtig zeitgemäß. Auch wenn ich sagen würde, der von Final Fantasy VII mit dem ATB würde mir immer noch Spaß machen. Vermutlich. Wenn ich selber so ein Game bauen würde, würde das wahrscheinlich ein ATB-Battle sein. Und... irgendwie müssen sie das Genre modernisieren. Aber die Art und Weise, wie sie es bisher versucht haben, gefällt mir nicht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir das Final Fantasy VII Remake nicht holen werde. Weil mir die Art und Weise der Kämpfe einfach nicht gefällt. Also entweder renne ich wie in Dark Souls selber mit meiner Waffe und meinem Schild rum und greife richtig an. Oder ich mache Turn-Based. Aber dieses Dazwischen... ich finde nicht, dass sie da eine gute Lösung bisher gefunden haben. Ich achte auch an Sachen bei Game Mechanic. Ich achte auch an Sachen bei Game Mechanic, auch an Sachen, die ich nicht mochte. Hä? Warte. Wenn man 3D-Spiele machen möchte, müsste man erstmal 2D machen, dann kann man direkt mit 3D beginnen. Du kannst machen, was du willst. Ja, das, du kannst auch. Du wirst lachen, Gixi. Mein Spiel ist ja eigentlich ein 3D-Spiel. Achtung. Kann ich das kurz starten? Ja. Crisis Core hat ein ähnliches System zu Final Fantasy XII, aber irgendwie hat sich das mehr nach Final Fantasy angeführt. Crisis Core habe ich nie gespielt. Ich mache ja auch Games in Unity, darf ich jetzt eventuell kurzes Video posten, aber selbstverständlich. So, Dame. Und jetzt, wo ist meine Kamera? Hier irgendwo. Dann gehen wir kurz auf Kamera, Rendering. Wo ist es? Ich habe den 2D-Renderer da drin, da weiß ich gar nicht mehr, ob das noch geht. Moment. Hat man da nicht mehr dieses orthografisch und nicht orthografisch? Wow, okay, früher konnte ich die Kamera immer noch rotieren, egal. Ja, trifft sich gut, ich hatte nämlich vergessen, den Sound anzumachen. Wir können ja mal kurz reinschnuppern. Aber dann muss ich auch weitermachen, gell? Sonst kriegen... obwohl, ist ja auch nicht wild. Dann machen wir das Update am Freitag fertig. Oh! Dwarfs, Glory, Death and Loot. Ich hätte so gern, und das erinnert mich jetzt gerade daran, auch mal eine neuere Variante sozusagen von Epic War 3 gemacht. Und das geht in die Richtung. Aber wahrscheinlich ist das Game mehr in einer Art von
Ah, das ist schon besser. Ich wollte gerade was sagen. Der Hintergrund. Weil das sind andere Bäume im Vordergrund. Der Hintergrund ist zu hell. Eigentlich muss der Hintergrund immer dunkler werden. Es sei denn, du willst wirklich sagen, der Wald hört da auf und da draußen ist Licht. Aber normalerweise müsste der Hintergrund immer dunkler werden. Ja. Aber finde ich cool, wie die Bäume hier aussehen, mit dem Sonnenschein da drauf in der Dämmerung. Sieht sehr nice aus. Direkt ein Like. Gut. Ach so, wir waren gerade dabei, wir wollten es testen. Ich finde die gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, du musst nach hinten dunkler werden. Also nicht zwangsläufig. Ich kann dir was zeigen, wo es auch funktioniert, dass es nach hinten besser wird. Heller wird. Du wolltest schon Licht. Ah, okay, verstehe. Wo ist das? Unter. Ja. Dann die alte. Mein altes Projekt, Star Battle Online. Resource? Nee. Source. Image. Und jetzt brauche ich große Symbole, um das zu finden. Dateiname wird schwierig. Ah ja, hier. So. Das ist eigentlich ähnlich, wie du es gemacht hast. Man sieht hier. Jetzt überlegen, wodurch sieht man das besser? Wir haben vorne die gleiche Helligkeit. Mal ein hellerer, mal ein dunklerer Baum. Und dann kommt diese andere Ebene. Ich glaube, weil da ein Verlauf drin ist. Man sieht hier einen Verlauf, ja, dass quasi der Shadow zunimmt. Würde ich jetzt mal vermuten. Nochmal reingucken. Ah, man sieht keinen Übergang, weil du ja nicht so sehr von schräg oben guckst. Also ich weiß nicht, hier ist es gelb, da ist es rot und da hinten ist dann, das kann ich jetzt nicht erkennen. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Also ich glaube, die dahinter könnten durchaus die gleichen Farben haben wie der da vorne. Aber es ist auch komisch, dass die plötzlich von beiden Seiten beleuchtet sind. Ich glaube, was dem Hintergrund gut tun würde, ist. Können wir das nochmal angucken? Wenn das vielleicht auch noch zwei Ebenen wären. Weil jetzt sieht es halt gerade wirklich wie eine komplette Fläche aus. So wie die zwei Bäume hier vorne, auch die hinteren nochmal. Würde ich jetzt mal so. Aber da spiel einfach noch ein bisschen rum, das kriegst du schon hin. Ja. Also. Was hatten wir gesagt? Wir können aus dem Inventar craften. Das mache ich mal nicht. Jede andere Lichtquelle kann man, aber man braucht schon einen Tisch. Sicherheit vor. Hey, Skolas, Grüße. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hilft. Carpenter Table. Ah, Schreinertisch. Wo soll man überall den Kürbis herstellen können? Ich würde sagen. Es ist in gewisser Weise ein Möbel, aber es ist jetzt halt nichts, was geschreinert wird. Ich sag nur an der Crafting Table. Da dürfen wir das dann herstellen. Und dann probieren wir das mal aus. Am besten starte ich als erstes mal das Intro, um zu sehen, im Ofen, um zu sehen, ob das Intro noch funktioniert. Steamworks is not initialized. Stimmt. Starten wir nebenher für den nächsten Start, damit es nicht noch eine Exception gibt. So, jetzt muss ich ausnahmsweise mal kein Escape drücken und skippen. Wir müssen warten. Wir müssen tatsächlich warten, bis es hell wird. Nicht mehr hell. Das Gegenteil von hell.
Da ist die Gerudo. Das ist... Die steht nachher vor dem Laden. Das war gerade Driss, der hier entlang gelaufen ist. Das sind die zwei Easter Eggs schon direkt am Start hier. Und der da ist eine Referenz eigentlich auf die Lala Fell in Final Fantasy 13. Nee, was? 14. 14 ist das Online-Ding. 14. Da steht sie. So, jetzt müssten die Lichtquellen langsam angehen. Eventuell die eine oder andere jetzt schon, aber spätestens, wenn die nächste Szene kommt. Da. Wunderbar. Räumchen. Ich liebe diesen Pixel-Style, aber wo habe ich die Bäume schon mal gesehen? Haben wir die Bäume schon mal gesehen? Schon wieder keine Musik angehabt, gell? Ja, alles ganz still hier. Oh Gott, das kommt so, das wirkt so gar nicht ohne die Musik. Was soll's? Let's go. Dann hüpfen wir gleich. Ah nee, ich starte lieber nochmal das Game neu, das jetzt auch mit Steam-Initialisierung gearbeitet wird, weil ich will eventuell Sachen einsammeln und dann gibt es Exceptions, weil Steam nicht an war. Im Wald ist eine gute Antwort. Heartbeat. Der Bass muss flicken. Genau. World Name. Delete. Gut, dann gehen wir hier rein. Craften uns ein paar Jackos. Und dann schauen wir, ob die schön am Flackern sind. Sag's, Miep. Sag's, wie's ist. Ich glaube, ich habe auch schon mal einen Baum in einem Wald gesehen. Ui. Gehört, die sind gar nicht mehr. Die gibt's gar nicht mehr so häufig. Wir brauchen Schleimfackeln. Zum Beispiel die da. Und das ist eine normale. Das da unten ist eine Schleimfackel, aber da komme ich jetzt gar nicht mehr so leicht ran. Die holen wir uns trotzdem. Damit Cherry nicht weinen muss, weil ich wieder die Schleims kaputt hau. Sehr CO2. Ja. Ja, ja. Oh, da haben wir noch Slime Balls. Also her damit. Dann ein paar von den Pumpkins. Wir wollten einen Baum. Ich habe genug. Ihr könnt gerne nachher einen oder anderen haben. Nee, nee, ist schon gut so. Dann machen wir hier, bauen noch mehr Stickles. Jetzt können wir aber richtig Halloween machen. Wo ist er denn? Da. Okay. Ut cozy. Da steht's. Gut, dass wir noch mal reingucken. Zack, 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 zack. Ja, yes, und jetzt machen wir Gruselstimmung. Kontrolleure, Daytime, Geisterstunde. Dann setzen wir jetzt hier einen hin. Could not instantiate light sources Jack-O-Lantern. Aber Wachs und Benzin entzündet sich doch auch nicht selbst. Vidya, du musst erst die Slime-Loren durchlesen. Oh shit, der heißt ja Light Source Jack-O-Lantern. Yes! Okay, shit. Also nochmal. Aber jetzt weiß ich ja, dass wir Schleim in der Kiste drin haben. Und dann geht es ja ein wenig schneller. Load. Aber die eine Fackel, die baue ich trotzdem ab. Da will ich die nämlich hinsetzen. Vidya, es gibt noch gar keine Schleimlore zum Durchlesen. Aber das ist die Schleimlore. Das wäre grauenvoll. Dann würde alles in Brand stecken nach 5 Minuten.
Ja, das wäre, das entspricht aber nicht der Slime-Lore. Denn dann haben wir ein Problem. Da haben wir ein großes, großes Problem. So, wo ist denn hier Schleim? Schleim? Jackos? Und wir müssen nochmal Daytime Geisterstunde aktivieren. Reference not set to an instance of an object. What? Process mouse interact field. Warum sollten die in ein Lagerfeuer springen? Ich sehe kein Gameplay, was daraus. Da sehe ich kein Gameplay-Grund oder Sinn darin. Dann kommt der wütende Bob. Hä? What is going on? Wire reusable? Kann ich noch andere Sachen platzieren? Beispielsweise eine normale Fackel? Ja, okay, dann hat es nur damit zu tun. Warum sollten die deswegen in ein Feuer reinhüpfen? Never change the slime lore. Die sind brennbar. Sind brennbar? Und die verbrennen auch gar nicht. Aber nur mit einem Docht. Aber geil finden die das nicht. Die finden nur einen Stock im Popo geil. Hä? What is going on? Create Entity. Create Entity. Null Reference. Was ist denn hier dran, eine Null Reference? Da wird doch auf gar nichts zugegriffen. Das stimmt irgendwas nicht. Und es gefällt mir nicht. Mit dem Stock gestehen Dinge, die den Schleim dazu bringen, Dinge zu tun. Das Ergebnis brennt dann. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Dann setzen wir jetzt hier einen hin. Ja. Sehr, sehr süß. Sehr cute wieder, Miep. Verstanden. Okay. What are we having here? Der ist keine Entity. Der ist keine Entity. Die Streetlamp auch nicht. Die Torch aber schon. Yo. Entity. Eine ganz generische Entity brauchen wir hier. Oh. Hä? Wieso kann ich... Ich bin doch im Prefab. Warum kann ich im Prefab nichts verschieben? What? Okay, ging doch. Whatever. Dann ist hier unser Fallback. Jack-O-Lantern. Dann könnten wir das auch einsetzen in einem Special Place. Wir brauchen den Default Sprite Renderer. Und auch das Entity Sprite.
Oh Gott, das ist ein Sprite 3D schon. What? Weil die Street Lamp darauf aufbaut. I see. Dann brauchen wir noch ein Entity Sprite temporär hier. Das ist nicht gut. Moment, das muss hier weg. Ah, das müssen wir in Space Moped einbauen. Entity Sprite deaktiviert einbauen. Nein, würden sie nicht, Vidya. Ein zufälliger Seminar. Das wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wäre das. So, jetzt haben wir hier das Sprite. Jetzt kann ich das da aktivieren. Und in der Base setzen wir noch, hoppla, den Renderer da rein. Entity haben wir nicht, weil hier kann eine beliebige Entity drauf sitzen. Ja, deswegen wird die da nicht festgelegt. Okay, dann gehen wir zu unserem Lantern zurück und stellen hier die Entity rein. Und in der Entity bekommen wir das Entity Sprite. Update None, also das verbindet sich mit nichts. Wir haben keine Composites drin und die Fruits müssen auch noch zu dem Composite werden. Dicken statt knicken. Schießen einen Pfeil, der brennt den Hintern von einem Slime. Es muss nicht unbedingt der Hintern sein, aber das würde laut Lore müsste der Schleim dann brennen, ja. Genau. Aber nicht verbrennen. Eieiei, werden wir nicht umsetzen. Viel zu speziell, viel zu weird. Ich will da jetzt nicht drüber nachdenken. Sorry, ich sag da jetzt nichts mehr dazu, weil was soll ich denn jetzt sagen für ein Feature, das vielleicht in einem Jahr kommt? Ich habe keine Ahnung. Falls er stecken bleibt, genau. Und nicht gelöscht wird dadurch. Dass es einfach flupp macht und dann Feuer aus. Okay, das wäre das. Müsste jetzt eigentlich ausreichend sein. Wir müssen nochmal probieren. Let's go. Es tut mir leid, manchmal hab ich einfach keinen. Weißt du, wenn ich den ganzen Tag schon am Arbeiten war, habe ich nicht unbedingt noch einen Kopf, während ich irgendwas versuche zu lösen, noch irgendwelche anderen Themen parallel durchzukauen, die einfach auch noch in ultra weiter Ferne liegen. Ich muss jetzt mal, nachdem wir das da unten getestet haben, hier oben wieder speichern. Frage ist dann doch auch, ob Blark auch zu brennen anfängt, wenn er im Stock hinten. Oh Gott. Das wäre der größte Horror aller Zeiten, wenn der auch noch durch die Gegend brennt. So. Wir brauchen Schleim. Schleim, Schleim, Schleim. Her damit. Ab an den Tisch. Dann das da noch drauf. Dann ein paar Schleimfackeln. Dann holen wir uns noch die da. Machen wieder Mitternacht. So, 0 Uhr. Und da sind sie. Zack, zack. Wupp. Und. Da sitzt er und grinst. Flackert der auch? Ich glaube schon. Glaub schon. Ja, ein bisschen. Jetzt setzen wir noch einen wohin. Und zwar hier. Ja, safe flackert der. Bloß nicht Blag mit dem Stock angreifen, wenn Feuer in der Nähe ist. Das wäre der größte und vielleicht auch letzte Fehler,
Hoppla, ich wollte eigentlich nicht den Kuchen vom Tisch nehmen. So, dahin damit. Den man in seinem Leben so tut. Das heißt, man kann überall diese schönen Jack-O-Lanterns dann verstecken und sich dadurch ein bisschen Licht machen. Finde ich nett. Ja. Hallo, ihr Schweinchen. Ihr kriegt auch einen. Bitte sehr. Oh, der ist aber nicht gut eingestellt. Der braucht noch einen Achterversatz. Das können wir hier einstellen. Oh, das Sprite 3D muss ich ausschalten währenddessen. Und dann muss hier eine 8 rein. Und dann testen wir das nochmal. Ich finde das auch sehr nice. Was müssen wir denn dann noch alles machen? Was haben wir uns denn noch vorgenommen heute? Wir hatten irgendwie zwei Sachen jetzt, die noch zu tun sind. Ich glaube, wir haben uns jetzt so viel über andere Dinge unterhalten. Mir fällt nur noch ein, dieses Rezept zu machen. Dass wenn man was abbaut, dass man dadurch das Rezept unlocked bekommt. Für das, was man da abgebaut hat. Schon wieder Kaki. So. Schon. Ja, ein bisschen. Jetzt setzen wir noch einen wohin. Schon. Wow. Ja. Wow. Ist ja so ein Boss weiterbauen, wenn die Laterne sitzt. Ja, und dann... Boss, ja. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zum Boss. Okay, da ist es schon. Haben wir das Feature geklippt? Nice. Dankeschön. Schön dafür. Ah. Das heißt, man kann überall diese schönen Jack-O-Lanterns dann verstecken. Inklusive dem Grafikbug, der da drin ist. Also, was wollen wir machen? Wir gehen hierher. Holen uns Kürbis. Wir haben ja schon eigentlich alles, was ich brauche. Abgesehen von einer Slime-Torch, also brauchen wir auch Slime. Das Wichtigste fehlt. So, dann haben wir hier ein paar. Und dann stellen wir die hier hin. Also der muss da dahinter sein. Das ist sehr gut, das funktioniert. Da dahinter, da dahinter. Was war das, was wir getestet hatten? Ich gehe nochmal rüber zu den Schweinchen. Die Reihenfolge muss ja überall passen. War das... Moment, ich hatte das hier hingepackt und das Schweinchen war dann in der falschen Reihenfolge. Genau. Genau. Aber das müsste jetzt eigentlich gehen, da der Rest auch zusammenpasst. Genau. Guck mal hier, Kuh. Sieht richtig aus. Sehr schön. Kann man im Clip sehen, ja, das denke ich mir. Das denke ich mir, dass man das im Clip sieht. Schön. Und das Bad... Müsste jetzt auch richtig sein. Okay, but cozy light. Sehr schön. Dann committen wir das alles mal. Und machen... Gucken wir dann... Ja, wir gucken, ob wir das Rezept unlocken können. Müsste eigentlich recht easy gehen, wenn wir was einsammeln. Es müsste eigentlich nur ein Call of Unlock Recipe sein. Dann hätten wir das schon. Das wäre echt wichtig, das zu haben. Da ist das neue Crafting. Das hat ja wunderbar funktioniert. Abbauen hat auch funktioniert und wieder einsammeln. Genau, aus dem Feuer ist das raus. Das No-Flame-Feuer, was trotzdem ein ganzes Feuer-Funktionalitätsding mitbringt, gelöscht. Das finde ich gut. Jack-O-Lantern, yes. Light Component Flickering. Composite meine ich. Kann ich ja refactoren, wenn ich will.
Friendly Seal, guten Morgen, Grüße. Schön, dass du reinschaust. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Das Flickering kann theoretisch auf einer Entity und einem Actor drauf sein. Was ich tatsächlich gern machen möchte, wenn ich ein bisschen mehr umbaue, dass wir vielleicht die Namenswelt von Unreal nehmen und einfach alles ein Actor ist. Weil ich habe jetzt nichts Gemeinsames, wo ich sagen kann, das ist ein Composite, was für beides funktioniert. Also zumindest keinen Namensraum dafür. Das wäre schon gut. Sprite Atlas. Worldloader wieder nicht. Und jetzt haben wir noch ein paar Dateien. Jack-O-Lantern. Und dann nochmal das. Ja, einmal fürs Inventar. Einmal für die Welt. Und dann noch das Prefab. Adds Jack-O-Lantern. Und Abfahrt. Oh, Erk, Erk. Freundlicher Seehundgruß. Nicht verwechseln mit Hamster La Vista Friendly Seal. Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Nicht verwechseln mit Rikas Earth Earth. Auch wenn es sehr ähnlich ist. Okay. Wir suchen mal nach einem Unlock. Finden Files. Hier, Recipe, Show Unlocked, Recipes Unlocked. Crafting, Recipe Unlocked. Broadcast. Ist das das? Recipes On. Crafting, Recipe Unlocked, Recipe Unlocked. Oh, das passiert per Event. Event an, ja, dann müssen wir mal gucken nach einem Emit von Unlocked. Da. Broadcast Unlock Events. Wir sind bei Recipes. Und dann gucken wir mal rein. Das passiert hier. Process Unlocks. Check Item. If Item gleich 0, ansonsten Remember Item. Und Process Unlocks. Mhm. Wir probieren mal das da. Das müsste das eigentlich sein. Item Checks. Set Item. Ins Backpack hinein und dann machen wir Item Checks. Und der geht rein. Process Unlocks. Das Item selber muss auch noch unlocked werden jetzt. Warte, wie aktuell ist es so? Ich sammle was ein und daraus kann ich was herstellen. Lumia, grüß dich. Und Topswops, hallo. Ja, da kommt ihr alle. Schön, dass ihr reinschaut. Wie geht's euch? Dadurch bekomme ich Rezepte freigeschaltet, was ich daraus bauen kann. Ich will aber auch das Rezept selber unlocken. Okay. Das wäre dann hier. Unlock Recipe und dann noch Broadcast Events. If Broadcast Events und das ist hier immer auf True, ist so zweimal ausgelöst. Also hier ist es auch true. Das andere wäre, wenn man neue Rezepte dazu bekommen hat, basierend auf den bekannten Items. Ja, es muss, glaube ich, nur hier hin. Wir geben mal das Item noch mit dazu. Achso, das brauche ich ja, das habe ich ja zweimal. Beim anderen Mal habe ich keinen. Muss ich jetzt das da nochmal hier hinzufügen? Unlock Recipe. Das da wird einmal benutzt nur.
Und da könnte ich dann den Broadcast Flag eigentlich mitgeben. So. Dann setzen wir den auch da dazu. Dann nehme ich nämlich diesen if und setze den da dahinter. Dann kann ich neben Process Unlocks auch noch hinzufügen. Unlock Recipe Item.config.craftingconfig. Ist das richtig? Crafting Config. Das da ist Crafting Config. Achso, hat zwei Parameter. Dann machen wir das auch mit True als Default. Ich finde das ein bisschen verwirrend immer. Das, was unterstrichen wird, was eigentlich nicht der Fehler ist, nämlich der Parameter, aber dabei fehlt eigentlich ein Parameter. So, also das da will ich unlocken. Jetzt kann es aber sein, dass ein Item gar keine Crafting-Config hat. Und das heißt, wir checken hier einen Guard, eine Guard-Condition, eine Guard-Clause, if Item Crafting-Config gleich null, return nothing to do here. Wie testen wir das denn jetzt am besten? Da müsste ich ja nun ein Special Place suchen gehen. Wir erstellen uns eine Map, dann suche ich in der Übersicht, ob wir einen Zaun haben und dann laufen wir direkt dahin zu der Koordinate. Sollte sich machen lassen. Dann muss ich nicht so lange in der Gegend rumsuchen. Und dann wird Zeit für Cheats. Ich kann selber reinprogrammieren. Das ist der größte Cheat aller Zeiten, QU. Skip. Nee, ein Cheat bringt mir ja gar nichts, wenn ich testen will, ob das Gameplay, so wie es vorgesehen ist, funktioniert. Dann lege ich mir das Item ins Inventar, dadurch wird es vielleicht unlocked, aber ist das dieselbe Art und Weise, die passieren würde, wenn ich das in-game machen würde? Schwer zu sagen. Ich muss gar nicht suchen, denn da drüben sind sie schon. Geil. Und da liegt sogar ein Flint. Ist ja ein Träumchen. Dann machen wir uns eine schnelle Hacke. Und warten einen kleinen Augenblick, bis all die Rezepte durchgelaufen sind. Was ich gerne hätte ist, dass wenn ich den Zaun einsammle, das kommt Unlocked Recipe für den Zaun. Das können wir dann mit den anderen Mauerstückchen gleich auch noch testen. Genau. Es gab zumindest noch keine Exception. Das ist doch ein Vorteil, oder? Das ist doch positiv. Wir können schon mal was einsammeln, was sicherlich kein Crafting Recipe hat. Nämlich ein Pumpkin. Oder hat er doch eins? Der Weg definitiv nicht. Dafür brauchen wir aber nochmal einen Flint. Und einen Baum niedermähen. Dann das da. Stone Pickaxe unlocked. Weil ich jetzt nochmal eine hergestellt habe. Und ich hatte das schon unlocked. Ja. Das ist nicht ganz so gut. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Immerhin, das geht. Ich habe nur jetzt noch nicht gecheckt, ob es eventuell schon unlocked ist. Das wäre sehr gut, das trotz auf jeden Fall auch zu machen. Knows all required items. Unlocked recipes contains. Das ist das.
Okay, das muss in Unlock hinein, aber ganz dringend, ganz unbedingt. Public Bool ist... Das können wir auch wirklich public machen eigentlich. Obwohl, wir machen Standard, normalerweise ne, macht man erstmal alles private. Is Recipe Known und dann kommt da eine Crafting Config rein. So, und der returned einfach nur das da. Zack. Dann, ich hatte das hier zuerst gemacht, weil dann nicht alles durchgeprüft werden muss, wenn er es schon kennt. Genau, ansonsten würde der nämlich zuerst alle Items durchchecken. Knows all required items, um das Ding herzustellen. Und würde danach erst checken, oh Moment mal, ich hab's ja eigentlich schon. Bräuchte eigentlich gar nicht nochmal zu prüfen. Von daher, dann passt sie jetzt zwar einmal. Moment. Process unlocks. Is recipe known? Es wäre cool, wenn es da mit drin wäre. Wenn ich es hier hinsetze und dort auch mit reinmache, wird es halt zweimal geprüft. Es sei denn, es ist schon bekannt. Nur, okay, das ist dann irrelevant. Nur wenn es noch nicht bekannt ist. Aber der prüft alle durch, gell? Alle Crafting-Rezepte. Und ganz viele sind ja am Anfang nicht bekannt. Aber dann bleibt er hängen an Knows Required Items. Also es passiert wirklich nur einmal, dann wird es unlocked und dann passiert es nie wieder. Okay. Dann können wir es auch doppelt machen. Wenn kein Rezept drin ist, nothing to do here. Ansonsten, nächster Guard Clause, if is known. Wenn ich das bereits kenne, dann auch return. Dann machen wir jetzt hier was anderes draus. Und zwar try unlock recipe. Bool. Das dabei des false. Und dann true. Brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht, aber dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, was das ist. Genau. Jetzt probieren wir das gleiche nochmal. Habe ich mir den Seed gemerkt? Nee, gell? Steht der in der Datei, die man speichert? Moment, ich habe ja gar nicht gespeichert. Ich kann einfach wieder in die Map rein. Ich habe einfach nur beendet. Haha! Sehr gut. Sehr gut. Mich fuchst das, dass mir nicht mehr einfällt, was ich eigentlich noch machen wollte. Neben dem da. Achso, das grüne Licht wollten wir angucken. Die Idee vom Lars. Ob das funktionieren kann, ob das gut aussehen würde für Halloween, ein paar Tage lang grünes Licht zu machen. Noch irgendwas hatte das doch mit dem Halloween zu tun. Das können wir gleich anschauen, wenn das funktioniert hier. Ich versuche nun, zwei hiervon herzustellen. Es wurden nicht mehr, das ist gut. Und wir beobachten da oben, ob in der Liste noch mehr davon kommt. Auch eine Axt. Dann ein Schwert. So. Und dann können wir hier wieder anfangen abzubauen. Ah, kurz Pause, ich will, dass es ein bisschen heller ist. Dunkel. Und das Licht auf weiß machen vom Player. Das können wir gleich mal ausprobieren, wie das aussehen würde. Bevor wir auf Tag switchen. Actor Display Light Smooth Color Setup Orange. Wir gehen hier einfach auf weiß. Im Gegensatz zu vorher, was meint ihr? Orange vorher, weiß jetzt.
Orange war halt diese... Es ist eine Feuerfarbe. Feuer leuchtet orange in der Nacht. So. Hier in der Wüste war das halt echt nicht so geil mit dem Orange. Fand ich irgendwie. Ist das besser als gedämpfter aus, das Weiß ist, ja, weil die Farbe insgesamt natürlich heller ist. Orange ist ja weniger Licht. Ja. Finde ich nett. Das können wir aber durch die Intensity einstellen. Es geht nur darum, Weiß oder Orange. Nicht wie stark das Licht jetzt leuchtet. Keine Ahnung, wie viel ich da runter müsste, damit es wieder gleich ausschaut. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 0,2, 0,35, so vielleicht. Und dann oder noch ein bisschen weniger. 0,3. Man hat dann auf jeden Fall ein bisschen Licht drumherum. Ich weiß nicht, mir ist irgendwie dieses orangene Licht die ganze Zeit so ein Dorn im Auge, weil das ist kein Feuer, was hier brennt, gell? Ich würde sagen, wir stellen das dann nachher um auf 0,3 und Weiß. Aber jetzt machen wir erstmal noch Tageslicht und bauen hier Sachen ab. So. Wunderbar. Hab ich denn genügend Holz? Nee. Zack, zack, zack. Crafting Table. Dann habe ich sogar noch ein bisschen was übrig. Und jetzt ist hier kein Zaun drin, weil ich brauche ja noch mehr. Ich brauche erst noch eine Carpenter Table. Falsch. Da, mit der Axt sollte ich schon auf den Baum hauen. War das jetzt gut? Ja. Ein bisschen was raus. Carpenter Table. Dahin. Und da ist der Zaun und dann kann ich nicht... So, Stöckchen. Ah, hier, Stöckchen. So, Stöckchen, Zaun. Genau so sollte das sein. Gut, 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 gut. Jetzt können wir noch hier was testen. Fangen wir nämlich mit der Mossy Wall an. Dann ist die unlocked. Und dann sehen wir hier... Oh, ich brauche eine Stone Wall dafür, aber die kenne ich ja noch gar nicht. Ob ich da eine Kaskade. Ich löse da jetzt mal keine Kaskade aus, dass alles, was darunter ist, auch unlockt wird. Dann muss man. Ja, okay, muss ich rausfinden, wie eine Stonewall funktioniert. Ah, Stonewall. Stein! Okay. Let's go. Und dann. Zack. Auf jeden Fall besser als vorher. Ne? Und dann hatte ich ja gesehen, was ich da dafür brauche, nämlich ein bisschen hiervon und schon kann man das basteln. Gut. Dann gucken wir mal in unsere Light Sources rein. Colors, Blue, Crystal, Purple, Default, Orange. Ja, dann machen wir da ein Duplikat, Rename und wir machen White. Light Color White und ist einfach Maximum. Dann gehen wir rüber zu den Actors Player. Light Smooth, Light 2D, wo muss das? Hier muss das rein. Colors, Light Color White. Light 2D und wir gehen auf, was ist die Standard Intensity? 0,5. Okay, keine Ahnung, warum das als Change angezeigt wurde. Und let's go, dann müsste das eigentlich funktionieren. Load. Seht ihr, das ist auch so eine Geschichte, wie wir es schon so gebaut haben, dass ich die ganzen Sachen in Unity einfach konfigurieren kann. Das ist so viel nicer. Einfach ein neues Ding anlegen, drag and drop rein, bam, fertig. So sollen mehr von meinen Sachen, die ich hier in dem Spiel brauche,
Ich habe Dunkelleit erfunden, Licht erfunden. Die Schattenlampe. Yay! What? What? Hat auch was. Ja, ich bin der Shadow. Warum? So viel dazu. Gerade sage ich noch, ein tolles System funktioniert nicht. Guck mal da rein. Light Order 10, Light Order 0. Light Order 0, 10. Das ist Crystal Purple. Rainer, mich doof. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Purple? Crystal Purple. Ist das heller als das Orange? Dann müsste das Orange irgendwie 10 haben. Blue 20. White ist das allerhellste. Dann müsste Orange 20 haben. Crystal ist die 10 und das da ist dann die 30, das Blue. Wobei, ja, das Crystal, ich will einfach nur, dass es oben drüber ist. Stimmt, warte, wie war das? Order höher bedeutet, es wird drüber gerendert. Ne, wir wollen Orange weiterhin auf 0 haben. Das war auch auf 0. Blue war auf 10. Das ist der Crystal Purple. Lassen wir auch mal auf 10. Und das White, das soll eigentlich das allerunterste sein. Machen wir mal minus 1. Aber das ändert hier dran nichts, vor allem, weil die ja alle schon ausgerechnet sind und das ändert jetzt eh nichts mehr und ich muss das nochmal machen. Intensity ist eigentlich hier nicht verantwortlich. Fall off. Warum wird das dunkler? Weil, ich weiß warum. Okay. Es gibt hier irgendwo noch etwas. Und zwar muss ich diese Farbe noch hinzufügen, dass sie auch berechnet wird. Wow, das minus 1 hat er sich gemerkt. Spannend. Blue und Purple, was davon ist heller? Das Blue, würde ich sagen, ist heller. Dann kommt das Purple. Ist eigentlich wurscht. Machen wir das mal oben hin. Purple einfach oben drüber, weil es ist Purple. Ich muss zu meinem Controller geben für die Beleuchtung. Ist das Controller oder Environment? Das ist eher Environment, gell? Daylight. Und der braucht jetzt diese neue Light Color, dass er weiß, dass er die berechnen muss. So, das muss hier reingezogen werden. Ansonsten ist da ein Default Black Light drin. Genau, stimmt. Ja. Absolut richtig. Jetzt müsste das passen. Ja, jedes neue Licht, jedes neue Scriptable Game Object mit der Lichtfarbe. Ich wurde vom Antichristen zum Erzengel Gabriel. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr. Weil ich die Order wahrscheinlich so weit nach unten gemacht habe.
auf minus 1, ne? Machen wir hier mal 0 und aus dem Orange machen wir 5. Das könnte sein, dass das mit dem Minus bei mir nicht vorgesehen war, weil die globale Welt hat ja auch eine Order. Und es kann sein, dass die auf minus 1 liegt. Also quasi die Beleuchtung der Welt wird von allem anderen überschrieben. Besser, aber warum ist es so unsäglich hell? Hector Display, Smoothest Light. Oh Gott, weil ich die Intensity auf 15 eingestellt habe und der hat sich das natürlich gemerkt. Okay. Aber wenn er sich das merkt, kann ich es ja hier jetzt richtig einstellen. Und dann sollte er sich das ja auch merken. Gut, gut. Aber war ich gut, dass ich das versehentlich gemacht habe? Denn sonst hätte ich das mit der Reihenfolge mit dem Global Light wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Fleißig am Klippen hier, wenn ich meine Fehler mache. Das war sehr doof. Nee, eigentlich von Unity. Das sollte der nicht behalten, diese Änderungen, wenn man im Editor-Modus ist. Erzengel Gabriel. Play-Modus. Ja. Nochmal, mit Ton. Hallo? Ich wurde vom Antichristen zum Erzengel Gabriel. Jetzt wissen wir aber, wie wir beide Figuren machen können. Sowohl die Guten als auch die Bösen. Ganz einfach ist es. Ganz einfach. Okay, nochmal. Schauen, ob es auch wirklich passt. Dass der sich das merkt, ist echt unglaublich. Das dürfte der nicht machen. Ich hab das doch hochgeschraubt im Play-Modus. So viel. Oh, oder offenbar nicht. Offenbar nicht. Dann hat er sich das an. Irgendwas hat er sich vorhin auf jeden Fall gemerkt. Und ich bin super verwirrt, weil eigentlich dürfte der sich gar nichts merken. Da. 0.3. Save. Warum ist das rot? Wahrscheinlich habe ich das so gemacht, dass man bei den Lichtquellen das direkt bemerkt. Weiß. What? Wird eh überschrieben, ist nicht schlimm. Ist das das Ding, was er sich nicht merken kann? Oder machen wir Revert. So. Save. Zurück. Rein in die gute Stube. Das heißt, wir müssten für grünes Schleimlicht genau das gleiche. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben will. Weil Leute, die das Spiel dann das erste Mal spielen während Halloween, haben unter Umständen ein komplett anderes. Also das ist jetzt nicht offensichtlich. Man wundert sich eventuell, warum alles grün leuchtet. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber andererseits ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm. Ich denke mir nur, wenn ich bestimmte Sachen halt irgendwie vorsehe, man läuft zu den lilanen Kristall und dann leuchtet der grün. Dann so, hä? Why? What is going on? Gut, das sieht schön aus. Was bräuchten wir denn da dafür? Ich glaube. Ach, komm, weil da wird es ja noch komplizierter, Topspots. Wir machen es. Wir probieren es einfach mal aus. So. Commit Directory. Kleiner Hinweis, wo willst du den denn hinpacken? Im Startmenü? Da fehlt schon unser Early Access Hinweis, den ich dringend noch machen muss.
liest am Ende sowieso keiner durch. Also da muss... Ich finde den Hinweis bei Satisfactory relativ gut. Sorry, bin ich halt irgendwie... Bin ich schlecht drauf? Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich bin heute platt. Da werde ich manchmal ein bisschen... Da reagiere ich nicht ganz... Und ich musste vorhin schon so viel mit dem Vitaron rumdiskutieren. Der nicht loslassen wollte. Spaß, Vita. Green Mistral, grüß dich. Also ich will schnell was einbauen, was eventuell schon schwierig ist. Und dann, ja, baust doch noch was extra ein, damit man es versteht. Und dann so... Aber ja, ich bin prinzipiell natürlich glücklich über eure Vorschläge. Ich glaub's nicht durch, will ich auch gar nicht. Nein, finde ich nicht, dass du schlecht drauf bist. Nett wie immer, okay. Es ist einfach manchmal schwierig, ja. Ich denke mir, ich würde gern heute noch ein Feature fertig bekommen. Und dann denke ich so, ich kann doch jetzt nicht noch ein weiteres UI oder so dazu bauen. Wie willst du das denn mitteilen? Sollte doch jeder selber wissen, dass Halloween ist. Aber ja, ich habe ja gerade selber schon gesagt, nie rafft man ja vielleicht gar nicht. Warum sieht denn das alles komisch aus? Der Erste, der frech war mit seinem Satisfactory. Es ist manchmal einfach so. Ich mach super gern die Späßchen mit euch. Aber manchmal bin ich entweder platt oder mach mir irgendwie selber Druck. Wenn du angestrengt bist, können sich davon einige eine Scheibe von abschneiden. Oh, ich versuche mich sehr zu bessern. Ja. Letzten Tage bist schnell mal pumpig, je nachdem, was geschrieben wird. So 1-2 Wochen. Bin ich vielleicht stark gestresst? Okay, wenn du das auch so siehst. Ich muss drauf achten. Weil das will ich ja nicht. Ja, rate mal, wovon ich wohl gestresst sein könnte. Rate mal, woher das wohl kommen könnte. Ich habe da so eine Vermutung. Gut, egal. Arbeit, Gamepad, Streamchat lesen. Nee, nein. Glaub nichts da davon mehr. Nichts da davon. Wir machen jetzt einen Commit. Und. Ich muss mich drauf konzentrieren, nicer zu antworten. Franzi, danke für den Hinweis. Mehr Pervy-Stuff und mehr Schlaf, vor allem mehr Schlaf. Ich glaube, das war es wirklich. Ich habe heute nicht vorgeschlafen vor dem Stream. Das merke ich schon die ganze Zeit. Also. Wir fetzen erstmal das rein. Ads? Was haben wir denn hinzugefügt? Recipe... Unlock of collected item. Unlock, genau, unlock. And white light source for the layer. Meine Männer sind immer grumpy. Gibt ja auch in den letzten 2 Wochen Dinge, die 3-mal passiert sind. Eben. Ach, ich wollte doch hier noch reformatieren. Das können wir immer noch machen. Dann gehen wir jetzt nochmal durch. Reformat. Oh Gott, die ganzen Hold Actions. Das will er immer in mehreren Zeilen haben. Das erlaubt er mir nicht, dass das ein Einer bleibt. Gut, das sieht schön aus. Da sieht alles gut aus. Oh, Backpack. Reformat. Oh, da kommt sogar noch diese Usings raus. Picked Item, mit dem mache ich hier auch nichts. Egal, weiter geht's. Dann sind wir überall bei Tabs. Sehr schön. Commit Directory. Und Reformats
Trials. Wie schon erwähnt, das könnte ich natürlich aufs ganze Projekt machen, aber dann müsste ich überall checken, ob irgendwelche Sachen umgebrochen wurden, die ich nicht wollte. So mache ich das lieber. Ich schaue an die Stellen, die relevant sind. Vielleicht war jetzt irgendwo eine Callback-Funktion mit dabei, die ich dann nicht gesehen habe. Fällt mir dann irgendwann wieder auf. Aber so die wichtigen Sachen, dass die da nicht in dieselbe Zeile gerückt werden und so, das checke ich dann immer schnell. In letzter Zeit werden bei mir die hervorgehobenen Nachrichten in weißer Schrift angezeigt und ich kann die nicht lesen. Oha, bei mir nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, Miep. Vielleicht kannst du es selber einstellen. Anyway, oha, anyway, Grüße. Hallo. Schon wieder der Raid von dir. Was habt ihr denn heute gemacht? Macht euch gemütlich und Nico Slime. Oh, Nico Slime. Warte mal, Nico Slime. Schreibt was in den Chat, dann dürft ihr mitfahren. Anyway, Nico Slime. Rein Mobs. Slime. Hallo. Hallo. Ich bin der Nico Slime. Habe ich Nico Slime gehört? Sag ich. Oh mein Gott, ist der cute, dieser Mund. Oh, so süß. Du hast noch nicht die Final Form gesehen. Guck dir mal die Katze, genau. Genau das. Und da haben wir noch eine Spezialversion davon. Der hat auch Katzenöhrchen, aber der ist ein bisschen was anderes. Und der hat noch solche Wings dran. Und der soll dann unterm Wasser herumschwubbeln können, hochspringen und dann einen Wasserspuck machen. Oder irgendwas anderes. Der hat noch quasi noch Schnurrhaare. Nee, das sind Flügelchen. Den hat der Vitya designt. Und der ist sehr süß. So. Was haben wir hier noch? Da ist Nico Schleimmund. Da ist ein etwas anderer Nico Schleimmund. Und der ist sehr glücklich. Aber das sind Honigschleims. Die haben Flügelchen. Razor Shark, Hamza La Vista und vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. So, was habt ihr Schönes gemacht? Anyway. Ich glaube, du brauchst einfach mal wirklich ein entspanntes 3-4 Tage Wochenende. Dieses Wochenende? Ach so, für mich. Ohne, dass du eine Verpflichtung wie Stream, Arbeit oder das Game hast, auch wenn du natürlich schnell fokussiert bist auf den Patch. Aktuell fokussiert, ja. Ja, das wird aber auch kein entspannendes Wochenende, weil da Samstag und Sonntag. Ach so. Oh, Sonntag gibt's keinen Stream. Da bin ich nämlich nicht da. Da ist Familienfeier. Nur um das noch erwähnt zu haben. Irgendwas mit Achievements. Viel gequatscht, wenig gecodet. Das sollte ich auch mehr machen. Dann habe ich zwar von mir selber aus noch mehr Druck, weil wir immer schlechter vorankommen, aber dafür ist der Stream gechillter für mich. Frechheit, gell? Wie kann ich nur? Witch will wohl, dass ich aufs dunkle Design umstelle, aber nicht mit mir. Eigentlich sollte der Hintergrund blau sein. Ja. Die sehen echt sehr gut aus und das sage ich als Slime-Experte. Wir haben, ja gut, im Namen, der Name sagt es ja schon. Wir haben noch an, also Slime-Lore ist hier ganz groß, Nico. Deswegen sitzt dieser Honigschleim auch mit dem Ahegao-Face auf diesem Stock drauf. Ein Sonntag ohne Art. Wie liebe ich das denn? Ja, Cherry, ich weiß auch nicht. Das wird schwierig. Aber was sagst du zu dem Schleim hier? Wu ist ja da, immerhin. Slimese. Slimese sind die Pich. Das ist nämlich... Also Schleim brennt gut, haben wir beschlossen. Also muss man den auf den Stock drauf stopfen? Eigentlich hatte ich... Also, ja, ich hatte eigentlich beides gesagt, gell? Aber meine erste Idee war, dass man den Schleim einfach drumrum schmiert und dann ist das wie so eine endlos brennende Kerze. Ja, Mi, Brumichen rettet den Sonntag mit Pokémon. Das ist gut, dann bist du nicht verloren, dann weiß ich, dass du gut aufgehoben bist. Was wollten wir machen? Achso, wir wollten noch... Das sieht echt cool.
cool, aber auch ein bisschen eklig aus. Guck mal, Cherry, nur ein bisschen eklig. Ja, nur ein bisschen. Wie können wir denn jetzt alle Lichtfarben overwriten durch eine Halloween-Farbe? Bisschen viel. Oh my. Ich habe da zwei Ideen. Idee Nummer 1, da gehen wir mal hier in die Environment nochmal rein. Daylight. Ich glaube, wir müssten entweder hier eine Halloween Light Color hineingeben, sodass er, wenn Halloween ist, einfach immer nur die Halloween Color zurückgibt. Kupferpulver ins Feuer werfen. Oder wir machen das auf Ebene der Lichtfarben selber und machen hier quasi eine Halloween-Color und dann könnten wir unter Umständen, weiß zwar nicht, was man da noch bräuchte, weitere Colors hinzufügen. Und jetzt müssen wir uns mal geschwind angucken. Das ist ein Light-Color-Setup. LCS. Light Color Setup. Da ist es. Wenn ich nämlich auf die Color dazu greife, das bekommt jetzt immer mehr, tatsächlich immer mehr Facetten von einem RPG. Tatsächlich ja. Aber im Prinzip ist es wie Minecraft mit Zelda und Stardew Valley zusammen. Ich zeig's dir gleich, Nico. Ich habe eine Idee. Und zwar geben wir hier ein weiteres Color Setup rein, damit ich nicht in jedem Einzelnen die Farbe selber festlegen muss. Und dann machen wir hinter Color, das ist die Light Order, dann machen wir es da dahinter. Public Color Setup und nennen das Halloween Color Setup. Dann erscheint das hier. Ich kann eine neue Farbe anlegen und mach mal einfach hier ein Duplikat von Weiß. Rename Halloween Green. So Richtung Terraria. Du siehst es gerade hier im Hintergrund. City Cobra, Hamster La Vista und vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Du siehst es gerade hier im Hintergrund, auch wenn das ein Screenshot ist. Ich gehe gleich in das Game rein. Dann wollen wir das nämlich mal testen. Wir suchen mal nach einem coolen Halloween Green Farbton. Kann man das eingeben bei... Der ist eigentlich nice hier. Komm, nehmen wir uns doch den da. Element. Dann kleiner Trick. Wir machen hier einfach Color Red. So, dann haben wir hier einen Color Picker. Und holen uns einfach die Farbe. Da ist er. Da sind wir bei Halloween Green, geben das da unten ein, ohne den Hash davor, haben dann hier so ein sehr helles Grün und jetzt können wir sagen, bei Halloween hätte ich gerne diese Farbe hier und das geben wir einfach allen. Wir könnten auch verschiedene Farben machen, aber wir sagen jetzt überall ist die Halloween Color Halloween Green. Bin jetzt nicht sicher, ob das Halloween Green auch umgerechnet werden muss. Ich glaube nicht. Weil der bezieht sich ja hier die Color. Und
da geben wir dann eine andere Color zurück. Oder bei Awake überschreiben wir die Color aus der anderen Color. Das machen wir jetzt mal kurz hardcoded, genau. Nico Slime, Hamster La Vista, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, die Color gleich Halloween Color Setup Punkt Color. Wir nehmen einfach die und schreiben die da rein. Aber auch nur dann, wenn ein Halloween Color Setup vorhanden ist. Ja? Nur dann machen wir quasi hier eine neue Farbe rein. Damit müsste das jetzt instant funktionieren, weil alle Colors einfach platt gemacht werden. Wenn man das Spiel dann länger laufen lässt, über Halloween hinaus, bis das Datum vorbei ist, dann ist es zwar immer noch grün und erst beim nächsten Mal Neustarten vom Game wird es wieder... Moment. Nicht, dass ich jetzt einen großen Fehler mache. Der merkt sich das, wenn das überschrieben wird. Dann wären gleich meine ganzen Farben kaputt gewesen. Das ist keine gute Lösung. Wie machen wir denn... mehr Schleim für die Welt? Wir machen mal Folgendes. Wir haben immer nur die Current Color. Und die wird aus der Color bezogen. Da drin müssten wir sagen, welche Farbe wir nehmen. Also Color gleich ist Halloween, dann Halloween Color, ansonsten die andere. Halloween Color Setup.color. Und wir nehmen die hier. Und dann wird nämlich die Originalfarbe nicht überschrieben. Dann anzünden, das ist das geheime Hauptziel von Little Legends. Ja, also, Vitya, falls du noch da bist, wir werden natürlich irgendwann brennende Sachen haben, aber wie gesagt, das liegt vielleicht in einem Jahr in der Zukunft oder so. Ja, da schießt man dann mit Feuerstab rum oder irgend sowas. Ja, das machen wir jetzt platt und wir gehen wieder in den Playtest. Und damit ein freundliches Hallo, grüß dich auch. Ich weiß nicht, ob wir heute das fertig bekommen, ansonsten machen wir das Update am Freitag. Wir haben uns ja extra Zeit genommen für das Halloween-Update. Mal gucken, wie es ausschaut. Ob das Grün zu hell ist, ob es überhaupt funktioniert. So, einmal zurück. Environment, Daylight. Nee, Controller Daytime. Mitternacht. Okay, wir müssen die andere Farbe auch umrechnen lassen. Got it. Weil, kurz gucken, wir ziehen die Current Color raus und die Current Color, die wird jetzt gerade gar nicht mehr benötigt, ja, richtig. Die Current Color wurde nicht editiert. Merken fürs Underground Mining. Hä, wieso denn? Dunkellicht gibt's nicht. Außer bei einem magischen Wesen vielleicht. Rüber in Environment Daylight. Und da fügen wir jetzt unsere neue Farbe, das Halloween Green, auch noch hinzu, damit das richtig prepared wird. Erhellt und mysteriös zugleich. Nee, das funktioniert nicht richtig. Ich bräuchte die Base Color, weil die wird jetzt doppelt verdunkelt. Achso, dann muss man es ja gar nicht mehr verdunkeln. Stimmt, wenn ich Halloween habe, dann gebe ich die Halloween Color direkt zurück. Weil das ja die Current Color dann ist. Und ansonsten mache ich nochmal die Rechnung, weil ansonsten wird es doppelt verrechnet. Ausprobieren. Das heißt, wir machen hier einfach nur Return. Return. Oh, Moment, nein. Anders. Current Color gleich das da und dann... Hey, warum ist denn das so langsam?
Das stresst mich auch, dass Ryder so langsam ist. Weil das ja schon berechnet wird, ja, dass das heller und dunkler wird. Wenn ich die berechnete Farbe nehme und nochmal durchrechnen lasse, dann verändert sich die ja doppelt. Jetzt bin ich gespannt. Das sollte beim Laden wieder ganz normal ausschauen. Und dann stellen wir Nacht ein und dann wird hoffentlich alles grün. Oh, Null Reference. Das ist nicht gut. Wo ist Null Reference? Daylight. Light Color Setup Update Color. Weil der eine ja kein Color Setup hat. Okay. Stimmt, die Halloween Color hat sich natürlich nicht selber als Color drin, denn ansonsten wäre das ja eine Endlosschleife. Und da muss dann noch das Datum mit dazu. Wie machen wir das denn? Ich würde sagen, da machen wir eine kleine statische Klasse mit so Real-World-Events drin und das berechnet die Dinger, wenn sie das erste Mal angefragt werden und legt es dann als Flag ab und gibt einem dann den Flag zurück. Oder irgend sowas in der Richtung. Ja. Please. Nochmal Null Reference? What? Ach Gott, weil es ja da auch noch steht. Das muss natürlich wieder das werden, das da weg speichern. Ihr merkt, meine Konzentration lässt nach. Es wird immer später hier. Unglaublich. Das dazu. Wir werden das noch hinkriegen. Nico, dann kann ich dir vielleicht... Es tut mir leid, dass ich hier so am Hin- und Herhüpfen bin. Aber ich kann hoffentlich gleich ein bisschen mehr zeigen. Zeit verfliegt echt wie nix, ja. Ohne Scheiß. Ich dachte wirklich, wir können heute an dem Schleim weiterbauen. Aber ich dachte am Anfang auch, wir machen wirklich nur den Pumpkin rein. Und nicht, dass wir noch zwei weitere Themen machen. Naja, aber wir haben den Pumpkin reinbekommen für Halloween. So, jetzt ist alles grün. Aber warum? Ich mag das nicht. Color ist die Current Color. Und die ist eigentlich über Daytime berechnet. Also es hat funktioniert, dass die grün sind, aber I don't like this. Controller, Daytime, Mitternacht und jetzt sind sie weiß. Wo ist mein Denkfehler beim Injecten dieser Farben? Das ist genau invertiert. Also die Farben sind alle noch richtig. Aber es ist exakt invertiert. Update Color. Update Color geht alle Color Setups durch im Daylight. Global Light Factor und Tageslichtfarbe. Gerade nicht, Corki. Irgendwie gerade kriege ich es nicht toll hin. Aber hey, danke schön, grüß dich.
Ich weiß es. Es war einfach nur zu spät. Die Halloween-Farbe wurde abgedatet, aber alle anderen haben vorher bereits ihr eigenes Update gemacht und dann kam es einfach zu spät. Weil jetzt haben wir ja eine Reihenfolgenabhängigkeit. Me at work, so dauer lurk. Schön gerimed. 10:30 bis 24, das ist ja schon wieder schlimm, Corky. Don't do this. Also, wir haben jetzt eine Reihenfolge, in der die abgedatet werden müssten, diese Farben. Und das ist jetzt natürlich doof, weil wenn ich hier updaten lasse, aber die Halloween-Color wurde noch gar nicht abgedatet, dann ist das halt das, was da vorher drin steht. Ja. Das ist das Problem daran. Und nachdem ich gerade von Tag zu Nacht gejumpt bin, ist es halt immer genau das, was es davor war. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wenn mir jetzt vielleicht noch auf die Schnelle was einfällt, wie sich das lösen lässt. Okay, ansonsten /ignore. Das war dann eine nette Idee, aber da will ich dann auch nicht so viel Zeit reinstecken und das Risiko fahren, dass es irgendwelche Lichtbugs gibt. Wir haben ja noch nicht mal eingebaut, dass es die Detection für das Datum gibt. Wäre die Alternative im Daylight dort drin, es getrennt zu haben und nicht in der Liste mit allen anderen, auch als Einzelfeld und selber das Update auszulösen für die Lichtfarbe und die befindet sich dann aber nicht in dem Array, das ist auch wild. Oder ich schieb's in dem Array halt ganz nach oben, aber das ist halt super fehleranfällig. Wäre eine einfache Lösung, aber ich mag keine fehleranfälligen Lösungen. Eieieiei. Probier es einfach mal aus, ob es funktioniert. Und dann gucken wir mal. Environment. Daylight. Kann ich das jetzt einfach hochziehen? Ja, gell? Ja. Ich will auch einen Mampf, Franzi. Ich habe schon die ganze Zeit Hunger und ich habe nur Wasser. Frage kurz zwischendurch. Du hast die Settings da in einer Scriptable Object, oder? Was wäre, wenn du statt der Farbberechnung einen Color Gradient Type nimmst? Hat Unity und den kannst du von 0 bis 100. Will ich jetzt nicht mal drüber nachdenken, weil das System funktioniert. Sorry. Bin ich wieder grumpy? Das ist einfach zu random jetzt. Also, darum geht's einfach gerade nicht. Und es funktioniert. Okay. Was muss ich machen? Achso, es sieht richtig aus. Ich bin müde, ja. Es sieht richtig aus. Moment. Einmal zurück. Ich muss da noch was um... Ich muss immer gerade ganz komisch klicken hier. Daylight brauche ich nicht. Daytime brauche ich. 0. Nacht. Das müsste ein kräftigeres Grün werden. Ah, Grün auf Grün. Aber sie ist, ich weiß nicht, wie ist es für euch? Also ein Grün mit mehr Grün. Yo. Da hat man halt, das meine ich halt, ne? Da hat man halt die blaue Flamme und die leuchtet grün. Vielleicht müsste das Grün einfach noch kranker werden, weil für mich würde das jetzt erstmal normal aussehen mit den Fackeln. Kräftiger. Blutrot wäre natürlich richtig auffällig. Ich hoffe nur, dass die Leute dann nicht denken, dass es ein Bug ist. Ah, das Licht vom Player wird dadurch aber auch sehr
sehr dunkel. Wir haben ja das von der Helligkeit eingestellt und der Intensity, dass es auf weiß reagiert. Und jetzt haben wir die Farbe überschrieben mit einem Grün, das deutlich dunkler ist. Nehmen das raus. Das hat zu un... Nein, das machen wir nicht. Das hat zu unvorhersehbare Side-Effects. Das mache ich raus. Sorry. Die Idee ist cool, aber mir gefällt das nicht. Dann kommen die Leute ins Spiel rein, sehen komische Farben, denken, die Farben sind verbuggt, sehen kein Licht bei Nacht. Und dann kriege ich 5 negative Reviews deswegen. Das ist viel zu risky. Viel zu risky. Leider. Okay. Ist mein Chat anheizen. Ja, immer schön reinheizen. Grün. Genau. Habe ich jetzt hier... Ich habe gar nicht geguckt. Das Daylight Prefab und so weiter. Ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen weglöschen. Nämlich diese Halloween Green Color. Die ist da wieder draußen. Dann gehen wir zu Environment Daylight. Delete Array Element. Delete Array Element. Mhm. Save. Und jetzt gucken wir mal, was hier die Changes sind. Div. Halloween Color Setup. Ja, die sind jetzt natürlich alle noch da. Das ist ja cool, wie Unity das macht. Das ist tatsächlich teilweise sehr praktisch, weil dann stellst du was wieder her und dann ist es nämlich wieder da. Aber die reverten wir jetzt natürlich alle. So. Und irgendwo habe ich das letztens mit... Wie beim Bierpong, Heating Before on Fire gilt. Ohne Emoji, please. Hä? Okay, ich trinke ja fast gar nichts. Ich weiß nicht, was man bei Bierpong macht. Das spielen wir höchstens im VR-Chat. Und da ist es ganz technischer Natur. Und man trifft voll schlecht. Ich hatte noch dieses eine Add-to-Do. Habe ich das beim letzten Mal mitcommitted? Oh ja, bei dem Reformats Files wahrscheinlich. War das entweder... Ja, da ist das. Dann mache ich hier ein Ausrufezeichen draus. Hä, warum darf ich nicht? Mache ich ein Ausrufezeichen draus, das habe ich versehentlich mitcommitted. Ich will sehen, dass wir da noch was machen müssen. Bei unserem Blarg. Gut. Apropos Blarg. Jetzt geht's rund. Wir müssen noch eine Kleinigkeit machen, denn wenn der Schleim auf den Boden flatscht und tropft, dann ist der Tropfen auf dem Boden vor dem Flatsch-Effekt. Und dafür müssen wir was tun. Ich glaube, da fehlt mir noch ein ganz kleines Setting. Ist das ein Effekt gewesen? Oder... Nein, das war der Trigger, gell? Unser neues... Moped, der Trigger, die Schleimpfütze. Und der hat einen Sprite-Renderer und die Pfütze selber hat aber kein... Oh, das könnte erklären, warum das über allen Gegenständen dargestellt wird. Mir fehlt ja noch ein Entity-Sprite. Trigger, Lime, Slime Puddle. Ich muss mal kurz schauen, ob ich da schon irgendwas gemacht habe. No. Schau an. Dieses Sprite braucht ein Center Pixel Offset von 8 und den Sprite Renderer. Jetzt gucken wir mal kurz. Entity Sprite. Ob das beim Start schon ein Update auslöst? Nein. Dann müssen wir das hier machen, indem wir einen Slot dafür vorsehen. Instantiate.
Effect One Shot, Slime Puddle Builder. Und dieser eine Effekt. Achso, das ist ja hier eine Duration. Genau. Das passt. Da drinnen steckt nämlich der Effekt Slime Puddle, dieser Splash. Genau, nach 3 Sekunden. Dann brauchen wir noch. Wo packen wir das denn am besten hin? Was machen wir dahinter? Public. Entity Sprite. Sprite. Und beim Start sagen wir dann Sprite Update Sorting Order. Denn die Tropfen sind irgendwie einfach über allem drüber gewesen. Es könnte auch genau das Gegenteil sein, dass sie unter allem drunter sind. Das hängt halt davon ab, wo gerade die Nulllinie ist. Und wenn die alle mit einem Null, mit einer Null-Sorting angelegt werden, so, da einfügen, dann sind sie halt drüber oder drunter, dementsprechend, was halt alles drumrum gerade hat. Eigentlich wäre ein Haken ganz nice reinzusetzen, so Auto-Apply on Load. Dann muss ich da nämlich nicht eine Referenz für das eine Update vorbehalten. Das machen wir gleich mal. Und das ist standardmäßig nicht gesetzt, das Häkchen. Das Häkchen packen wir dann direkt auch in unser Sprite 3D rein. Ja, das ist eine relativ gute Idee. Für so einzelne Dinger, die kurz dahin müssen und nicht dauerhaft abgedatet werden müssen. Also, let's go. Yes, er ist hinter dem Zaun. Okay. Und wir sehen auch den Schleimtropfen, dass er vor, also der Slime Splatter ist vor dem Tropfen. Schon gefixt. Sehr, sehr schön. Nico Slime, ich hoffe, du hast gesehen, was da abgeht. Es ist brutal. Entity Sprite und dann Sprite 3D. Da ist das nämlich auch nicht mit drin. Genau. Start. Oh. Ich mache das hier schon automatisch. Interessant. Dann brauche ich das da gar nicht. Ich mache mal ein Add to Do dazu. Maybe. Weil das Sprite 3D ganz häufig in der Intro-Szene eingesetzt wird. Und da müsste ich überall einen Haken setzen. Maybe one day make to checkmark. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich schon sagen, dass er auch ganz cute ist. Ich zeige dir gleich noch mehr davon. Ich möchte nur das da wieder rausnehmen und das da und stattdessen machen wir hier eine Checkbox rein. Als allerletztes mache ich die mal. Public bool, das nennen wir Update on Start. Genau. Mit einem großen S. Und dann kommt das dahin. If update on start, update sorting order, ohne Unterstrich. Weiß nicht, ob ich zu viel Fantasie habe, aber das sah auch ein bisschen so aus, als hätte er so eine Schleife auf dem Kopf. Ich glaube, da hast du ein bisschen zu viel Fantasie, aber ich kann es vielleicht einigermaßen nachvollziehen mit diesen zwei Blob. Was auch immer das sein soll, diese Eiterblasen. Ja, mit dem Schleim von dem wird man korrodiertes Eisen herstellen können irgendwann. Wir haben dafür schon Grafiken gemacht. Das ist dann vielleicht fürs Halloween-Update nächstes Jahr. Damit kann man dann eine tolle Sense herstellen und ist dann so schwarz mit grün leuchtenden Spuren drin. Die drei Blobs oben rechts sehen schon ein bisschen so aus. Gell? Mag Nico Slime jetzt schon ganz doll ausgründen. So, ich nehme mein Schwert in die Hand. Ich versuch's nochmal, Leute, aber ich denke, wir wissen, wie es ausgeht, ne? So.
Jetzt hüpft er da drüben rum. Okay, ich habe ihm ein paar Hits verpasst. Warum habe ich ihn nicht getroffen? Ich war zu weit weg. No, ich meine schöne Schleimfarm. Oh oh, jetzt aber. Okay. Puh. Ich regeneriere. Komme ich hier irgendwo durch Schleim? Komm her. Ja. Oh nein, meine Schafe. Komm her. Ich habe ihn erwischt. Oh no. Lasst mich durch. Nein, da ist eine Mauer im Weg. Schleim, komm her. Verdammt. Meine Tiere gehen drauf. Und ich kann ihn nicht angreifen, weil ich hier drum rumlaufen muss. Warum hüpft er nicht auf den Zaun? Ich muss den Zaun abbauen. Oh Gott. Okay. Ich konnte ihm Hits verpassen. Ich hoffe, er hat keine Regeneration. Nein, nicht getroffen. Herr Schleim, wo wollen Sie... Oh, da ist ein Gegenstand im Weg. Schleim, komm. Okay, ich habe ihn getroffen. Das wird ein spannender Kampf. Das ist nicht die finale Mechanik, das finale Mechanik-Setup, das der haben soll. Und deswegen ist er gerade ultra schwer. Ich habe ihn noch nie besiegt. Ich weiß nicht mal, was dann passieren würde. Oh Gott, jetzt muss ich weg. Ich wurde getroffen. Okay, regenerieren. Ich muss schnell was essen. Ah, okay. Mein Schwert ist noch halb gatt. Ah, okay, er macht gerade Pause, weil ich zu weit weg war. Meine HP regeneriert ganz langsam. Bin bei 7 HP. Jetzt wird es nämlich richtig schwierig. Gleich da kann ich wieder näher ran. Seht ihr, das Herzchen kommt wieder an. Okay, und los geht's. Anlocken, ganz leicht. Oh Gott, ich bin schon wieder halb kaputt. Das wird nix. Er hüpft zur anderen Seite. Das ist gerade, glaube ich, der Trick, ihn warten zu lassen. Der Charakter hat auch Katzenohren, stimmt. Das ist, das kann man selber konfigurieren. Ich kann dir gleich mal den Charakter-Generator zeigen. Ja, mein Inventar ist voll, ich weiß, die HP sind... Okay, warte, dass es spannender für euch ist. Ich hüpf mal hier hin. So. Warum, wenn er aktiviert wird wieder, ist der erste Hit auf dem Boden so ein Zuckler? Also, ich habe das so gemacht, im Gegensatz zu Minecraft. Oh no. Das war's. Ich bin zu nah dran. Oh, doch nicht. Wenn man ein paar Sekunden kein Damage kriegt, dann hat man wieder HP-Regeneration. Noch macht der Schleim auf dem Boden hier auch noch keine Auswirkungen. Okay. Oh no. Ich bin zu weit weg. Oh nein, das war's jetzt gleich. Oh Gott. Ja. Mal gucken, wie viel HP er noch hat. Blark hat... Sieht man das inzwischen nicht mehr? Oh, stimmt. Das ist ja inzwischen versteckt. Hatte ich... Ich habe die Hits hier rausgenommen, oder? Das steckt jetzt... im Hits-Modul drin. Gerade, weil beim Hangar habe ich es immer noch so gemacht, dass man das hier sehen und verändern kann, aber bei den Hits nicht mehr. Das ist nicht private, nee, es ist einfach nur in einem Unterobjekt drin, das nicht von Unity verwaltet wird und nicht serializable ist. Ist halt einfach nur eine C-Sharp-Klasse. Schade. Das hätte mich jetzt doch interessiert. Ich meine, ich hätte auch respawnen können, aber... Ich fand, der Schatten sitzt zu weit unten. Wir haben das zwar ausgerechnet. Ich muss das gleich nochmal testen. Ich schiebe den Schatten wieder ein bisschen nach oben vom Blag. So, war da irgendwo eine Frage? Achso, wie lange habe ich gebraucht, das Game zu programmieren? Genau, wir sind jetzt seit gut 2,5 Jahren und 3000 Stunden da dran, genau. Das ist eine Ansage. Respekt, dankeschön. Wir könnten...
eventuell ausgeben lassen, wie viel HP er noch hat. Und dann versuche ich es einfach nochmal. Hier müssen wir hin. Ne? Also, ziehen. Da. Und dann den Shadow. Minus 0, was war das vorher? 7,5? Ne, 2,5. So. Aber dann kann es sein, dass wenn er hier die Beule macht, dass halt ein bisschen Shadow hinten raus zu sehen ist. Aber das ist mir dann auch wurscht. Weil den Schatten will ich eigentlich nicht noch weiter komprimieren. Gut. Das Entity Sprite mit dem Auto-Update. Da wollte ich nochmal hin zu dem Trigger. Und auf dem Sprite jetzt nämlich setzen Update on Start. Damit das funktioniert. Was wir da gerade gebaut haben. Und dann lassen wir hier noch den Reformatter drüber laufen. Dann gucken wir mal Hits. Config, nee, Game Assembly, Hits, Float, Actor Hits, da. Hat auch noch überall Leerzeichen. On Damage. Hits kleiner, Damage Minimum, Return, Hits gleich. Moment, Actor.Hits. Non-Serialized. Weil ich die sowieso nicht ändern kann. Quasi, wenn ich in Unity... Doch, eigentlich schon. Hä, wieso habe ich die non-serialized gemacht? Das kann ich ja schon ändern. Da spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ich kommentiere es mal nur aus. Und das da wird reformatiert. So lang, by the way, habe ich noch nie gegen diese Monstrosität gekämpft. Ich werde mir mal... Warte mal, mache ich mir eine andere Waffe, die ein bisschen mehr Range hat vielleicht als das Schwert? Das Breitschwert hat ja... Es hat halt mehr Damage, aber... Hoshi! Moto? Hey, Hoshimoto. Vielen Dank für den Raid. Kommt herein, macht's euch gemütlich. Oh Gott, ich bin ja hier im Hintergrund. Hallo! Da bin ich. Hinterm Bahnhof versteckt. Wir versuchen gleich einen Megaboss zu bekämpfen. Mit ein paar... Und Schnecke kommt auch direkt hinterher. Jetzt ist Stau am Bahnhof, Schnecke. Hey, 3 Meter, guten Tag. Und Miss Kami, Hallöchen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Und Morg vom Ork. Das ist aber sehr oldschool. Hamster La Vista, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Was, Stau? Und ich bin schuld? Nie. Ja, weiß ich nicht. Also, Hoshi ist halt schon da. Und Salty Techno, auch dir Hamster La Vista. Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du... Hey, das waren jetzt 2 Raids auf einmal. Erst von Hoshi. Vielen lieben Dank. Was habt ihr denn beide Schönes gemacht? Also, Hoshi und Schnecke. Wir sind gerade dabei, die Effekte von meinem Boss zu testen. Und ich möchte mal gucken, auch wenn er noch nicht die finalen Mechanics hat, sondern gerade hauptsächlich eine Mechanik, die nicht zum dauerhaften Kämpfen geeignet ist und deswegen ist er super stark, will ich trotzdem mal versuchen, ob ich ihn einigermaßen sinnvoll bekämpfen kann. Ah ja, den Multistream. Jetzt. Das ist ja cool. Aber was habt ihr denn gemultistreamt? So, jetzt könnt ihr nochmal in den Chat schreiben und dann mit der Schnecke mitfahren im Raytrain, der gleich angefahren kommt. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich mir eine andere Waffe herstelle. Nämlich zum Beispiel ein Kupferschwert. Das hat zwar 0,5 Attack weniger, aber hat ein bisschen mehr Reichweite. Und der Speer hat nochmal weniger, aber ja, ich nehme mal das Mittelding. Das habe ich bisher noch nie benutzt. Das normale Kupferschwert. Da bin ich wohl jetzt Nummer 200. Was? In was? Among Us? Hi. Erzähl mal für den Noob, wie man Games entwickelt. Welche Sprache nimmt man da? Wie bekommen die Bilder und die Texturen in das Game?
Das ist ganz einfach. Dafür nimmt man eine 3D-Engine, in der das alles implementiert ist, dass man die Basisarbeiten nicht mehr tun muss. Wie zum Beispiel, also in dem Fall, ich lege tatsächlich einfach Grafiken auf der Festplatte ab, PNGs, die ich selber pixel. Und dann klicke ich einfach, ich hätte gerne ein neues 2D-Sprite. Und dann ziehe ich per Drag and Drop die Grafik da rein. Oder ich mache per Code, ersetze ich quasi die Textur oder also in dem Sprite quasi fetze ich das andere Bild rein. Und die Technik, wie das alles sehr auf technischem Niveau funktioniert, übernimmt die Engine für mich. Ich muss dann quasi nur noch programmieren, wenn sich Bilder austauschen sollen, damit es so eine Animation gibt, wie das da. Ne? Da mache ich Bilder, haue ich nacheinander die einzelnen Bilder rein für die Animation. Also ersetzt die und wie die sich verschieben müssen, wenn ich mich bewege und solche Sachen. Ansonsten, welche Sprache man verwendet, hängt von der Engine ab, die du benutzt. Ich benutze Unity und damit benutze ich C#. Aber du kannst Games genauso mit JavaScript machen. Du kannst Games mit der Unreal Engine mit C++ zum Beispiel machen. Oder in Godot gibt es mehrere Möglichkeiten auszusuchen. Ich glaube, inklusive Perl auch oder so. Und GDScript, also von Godot selber. Ich drücke jetzt gleich P und dann erscheint hier ein Mega-Boss, den wir gerade am Bauen sind. Der kriegt noch zwei weitere Nahkampfmechaniken. Bisher hat er eigentlich nur eine Fernkampfmechanik. Und wenn er nur die einsetzt, ist er quasi unbesiegbar. Daher nicht wundern, was gleich passiert. Danke für den Shoutout. Ja, wurde Shoutout gegeben? Sehr gut, sehr gut. Nee, noch nicht. Moment mal, wir brauchen noch richtigen Shoutout. Für Hoshimoto und Shoutout für Snagge. So, bitte sehr. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich habe was zu essen dabei, wenn ich hungrig werde. Die Waffe ist voll intakt. Und wir können, wenn ich dann irgendwann kaputt bin, uns angucken, wie viel HP der Boss noch hat. Let's go. So, Herr Boss, kommen Sie mal her. Warum treffe ich den denn nicht? Ich bin doch voll nah dran. Jetzt habe ich ihn erwischt. Oh Gott, ich bin gleich hinüber. Okay, jetzt muss ich regenerieren, damit ihr meine HP seht. Sorry, 3 HP. No. Ja, das Problem, Junge. Ich will dich jetzt echt nicht verarschen, Junge, aber eins kannst du mir jetzt wirklich glauben. Aber wirklich, echt jetzt, Junge. Ich kann nicht regenerieren. Stehst du mich jetzt langsam, verdammt. Oh Gott. 2 HP. Ich habe noch immer überlebt. Also letztes Mal lief's besser. Da konnte ich ihn echt. No. 1,5 HP. Das wird nicht gut gehen. Der killt jetzt nämlich alle Tiere, die ich zur Ablenkung brauche. Und ich habe. Oh no! Das war ungewöhnlich, was da gerade passiert ist. Und die Attribute von Items, zum Beispiel Truhe oder Betretbar ist, übernimmt danach die Engine. Nicht wirklich. Also, du musst schon das, was dein Spiel ausmacht, musst du selber machen. Aber gewisse grundlegende Dinge, Physik, Rendering, das übernimmt natürlich eine Game Engine für dich. Oder halt auch, dass du einen Editor hast, dass du das nicht alles in Textform generieren musst. Wie habe ich Pixeln gelernt? Unbegabt braucht mal Sprites. Üben. Wie alles in der Kunst, einfach nur üben. Viel, viel üben. Nimm dir Sprite-Sheets von Games, die dir gefallen. Und mach die erstmal, dumm gesagt, nach. Also versuch dich daran zu orientieren, lerne, was genau diese Bilder ausmacht, von denen, die dir gefallen. Und Oh shit. Jetzt bin ich gleich wieder. Oh Gott. Oh nein, ich muss was essen. Lass mich was essen, du mega böser Schleim. Oh Gott. Schnell, sonst habe ich gleich keine HP-Regeneration mehr und krieg auch noch Damage durch Verhungern. Und Hamster La Vista. Ich habe den Namen jetzt nicht lesen können, ich bin gestresst. Rineta, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Gott, meine schöne Face. Meine schöne Face. Wo ist der mega böse Schleim? Wo ist er? Wo ist er hingehüpft? Oh, da ist er, ja.
Ich könnte ihn theoretisch öfter hitten, aber er hat ja auch den Attack-Cooldown und dann treffe ich ihn nicht. Ah, erwischt. Okay, jetzt habe ich ihn dreimal getroffen. Das war gut. Das sind also 9 Damage von seinen 140 HP, die er hat. Getroffen. Oh nein. Oh nein, Chicken rennt weg. Chicken ist tot. Ah, ich bin im Wasser. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Geh zum Schaf, geh zum Schaf. Ja, 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 ja. Das Schaf hat noch ein bisschen Lust, verdaut zu werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt er wartet. Dann warten wir auch. Kurz HP regenerieren. Ja, Schaf, ihr versteckt euch im Wald. Es ist brutal. Ich find's aber cool. Ja, vielleicht können wir irgendwann, wenn wir das unterstützen. Der möchte nur eine Umarmung. Der möchte andere umarmen. Guck mal, da sind Knochen drin. Der möchte gerne alles umarmen, was hier so auf dem Boden rumliegt. Okay. Oh, voll auf das Schaf. Ich mag das nicht, dass das immer zuckelt, wenn ich zuschlagen will. Oh Gott, 2,5 HP. Uiuiuiui, lebt meine Rüstung noch? Meine Rüstung lebt noch. Die ist gut, die ist gut. Und dein Game lübt dann nur auf x64 oder kann das dann zum Beispiel das... Unity kann auf insgesamt 26 Plattformen portieren oder exportieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass du das so programmiert hast, dass du zum Beispiel auch auf Linux auf den richtigen Speicherfolder zugreifst. Also da musst du natürlich schon auch was selber für machen. Aber wie auch vorher schon, ne, die grundlegende Technik übernimmt da die Engine dann für dich. Kommen Sie her, holen Sie sich einen ab. Das halte ich nicht lang durch. Oh Gott, ein HP noch. Nein! Jetzt gucken wir mal, wie viel er noch hat. Blark? 23 Hits noch! Oh! Das wären... Wow. Nochmal. Nochmal. Wir bauen demnächst die anderen Mechanics noch ein. Das wäre mit 3 Damage. Ja, so 8 Attacks wären es noch gewesen. Hui. Ich hatte gehofft, dass ich weit genug unten bin und das mit meiner HP noch reicht, aber ganz so weit unten war ich dann doch noch nicht. Spannend. Und cool. Haben wir vorher irgendwas gebaut? Ja, wir machen jetzt erstmal wieder einen Commit. Von allem, was wir hier reingefetzt haben, das lasse ich mal. Ja, das nehme ich so mit, weil warum sollte ich das auch nicht ändern können? Dann hier, was nehmen wir mit? Update on Start, genau. Hector Hits wurde nur reformatiert. Da oben können wir die 2 Sachen rausnehmen, die braucht es nicht mehr. Das ist das Entity Sprite. Da haben wir nur diese eine Geschichte mit dem If hinzugefügt. Stimmt, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil der Fight wichtig war. Ich gucke gleich nochmal, aber ich mache nicht nochmal so einen langen Fight. Den Bug sieht man im Clip. Welchen Bug? Sorting Order mit einem Hinweis. Title Screen. Orthografische Größe. Ach, die ändert sich die ganze Zeit. Die orthografische Größe der Kamera. Oh Mann. Ja, weil die wahrscheinlich auch dauerhaft gespeichert wird. Ach, das ist durch den Bildschirm geflogen. Ach so, du hast den Clip da gemacht. Wie lang ist denn der? Aber hat schon Spaß gemacht. Obwohl er eigentlich... War auch witzig, oder? Das war ungewöhnlich, was da gerade passiert ist. Okay, sehr gut, sehr gut. Dankeschön dafür. Das war ungewöhnlich, im wahrsten Sinne. Ja, nehmen wir einfach mit. Diese Component nehmen wir auch mit. Und dann haben wir hier Fixes, Slime, Puddle, Sorting Order. Was heißt Fixes? Die gab es noch gar nicht. Wir hatten es nur kurz eingebaut. Ich committe jetzt mal in der Hoffnung, dass ich es einfach richtig gemacht habe.
Aber ist nicht schlimm, der ist ja sowieso noch nicht im Game. Wir machen dann am Freitag den Build für Halloween mit den Sachen, die wir heute gebastelt haben. Da ist natürlich das P für den Spawn vom Blark deaktiviert. In der Hoffnung. Das geht mir so oft so, Sanja. Also in der Arbeit nicht, aber hier. Oh ja, stimmt. Ja, dann kann ich jetzt committen. Anni, die Kleinigkeit wollte ich noch korrigieren. Völlig außerhalb der Konzentration. Also, ja, wird schon gehen, ne? Wenn ich das jetzt mache. Ah, testen wir lieber nach dem Commit nochmal. Also, worauf wir achten wollen, ist, wenn die Schleimdinger beim Auftreffen zur Seite wegfliegen und auf dem Boden auftreffen, gibt es zum einen so einen Flatsch-Effekt und dann ist diese Pfütze auf dem Boden, die einen noch slowen soll. Und der Flatsch-Effekt war hinter der Pfütze und die Pfütze war einfach vor allem, auch vor den Zäunen, wenn sie dahinter waren und so weiter. Da gucken wir mal. Das sah ganz gut aus hier unterm Gras drunter. Ja, das sieht schön aus, das hat funktioniert. Genau, da unter der Wand drunter. Perfekt, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir machen am Freitag weiter und ich merke mir auf jeden Fall vorschlafen. Am Freitag werde ich wieder vorschlafen. Dann bin ich da ein bisschen... Ich habe mir aber auch wieder selber Druck gemacht, indem ich am liebsten heute hätte schon das Update fertiggestellt. Und dann haben wir ein paar neue Sachen uns überlegt. Und plötzlich... Naja, wo gehen wir hin? Wir gehen zu Nekoni. Ja, wir überraschen Nekoni. Der baut mit diesem Game nämlich die Link to the Past Map nach, soweit möglich. Perfektes Timing, bin auch fertig für heute. Danke fürs Durchhalten. Ja, danke, dass ihr auch mit durchgehalten habt. So, Nekoni Hosuki, das ist aber auch ein Name. Wir haben trotzdem ein paar coole Sachen heute hinbekommen. Wir haben das Licht vom Player in der Nacht endlich weiß gemacht. Wir haben den Jack-O-Lantern hinzugefügt. Wir haben nochmal irgendwas gemacht, was ich jetzt vergessen habe. Und wir haben auch noch ein bisschen an dem Boss sogar weitergebaut, wo ich gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Sehr, sehr schön. Dann machen wir am Freitag die nächste Version, fetzen die auf die Beta, damit wir ein Halloween-Update machen können. Und dann bauen wir am Boss weiter. Ich weiß nicht, ob wir schon direkt einbauen wollen mit dem Slow-Effekt. Ich glaube, ich baue als erstes mal die anderen Mechanics noch dazu. Weil der Slow-Effekt muss auch nicht unbedingt von Anfang an dabei sein, denn bisher haben wir noch kein System für anormale Zustände. Könnte man auch sagen, können wir auch einen späteren Zeitpunkt noch hinzufügen irgendwann. Ja, von daher vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch auch eine tolle Nacht oder noch einen restlichen Abend, was auch immer ansteht. 19 Uhr am Freitag und am Sonntag gibt es keinen Pixel-Art-Stream. Da bin ich nämlich nicht da. Da geht es nämlich erst am Montag wieder weiter. Also, bis dann. Habt eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und viel Spaß bei Nekoni. Ciao, ciao.